Moin, moin. Ich bin's. herzlich willkommen zu Dungeons and Dragons Laniotas Folge 23. Mein Name ist Eleanor, ich bin die Spielleiterin, haben wir jetzt echt Techno-Mucke drin. Ja, das Nice. sieht so aus. Und das sind meine wunderbaren Spieler. Ja, ein bisschen crazy und so, ne? Im Letztes Zweifelsfall. Mal, Session 22. Haben wir angefangen? Noch rauchen? Ah, mit dem, mit Velba, der Anführer der Stadt von Martison, hat mit der Gruppe geredet, hat denen einen Auftrag gegeben, und zwar diese Entführungen nachzuforschen und zu schauen, was dahinter liegt. Ja, die Gruppe hat sich ein bisschen informiert darüber, was für ja, Ähnlichkeiten es zwischen den Opfern gab. Anscheinend war wohl jeder gelehrt. Noch ein Also Opfer. hat sich die Gruppe entschieden, Korra mal schnell als Köder zu benutzen. Und ja, kurz davor sind sie noch zu einem Laden gegangen, einer gelehrten Magierin, haben von der ein paar Sachen gekauft, sind dann zum Hafen, haben ihren Plan aufgebaut und später gemerkt, oh, die Magierin, die wir eben besucht haben, wurde entführt. Ihr habt Spuren gefolgt und der Goliath-Frau, die hat euch zu einem Haus geleitet. In diesem Haus, ja, waren wohl Anhänger und ja, Gläubige von Lunara. Unter anderem drei Mindflayer und eine andere Kreatur. Halt vier von fünf Leuten aus einer Welt, die nicht Laniotas ist. Und die haben der Gruppe über ihren Plan erzählt, wie sie Lunara aufwecken möchten, damit Lunara dem Gott Amon hilft, damit dieser nicht von Al'Ghulid getötet wird. Weil wenn das passiert, wird Al'Ghulid noch stärker. Um Lunara aufzuwecken, brauchen diese Mindflayer und ja, Kultisten das Wissen von sehr wissreichen Menschen, müssen dieses aufessen und dann gegen Lunara verwenden, um diese aufzuwecken. Ja, die Gruppe fand den Plan nicht so schön. Der Kampf ist fast ausgebrochen. Die Leute sind verschwunden. Und Velba hat sich geeinigt dazu, dass er der Allianz von ja, Valyria und allen anderen gegen Al'Ghulid beitritt und auch ein gutes Wort bei den anderen Herrschern Lilaks für die Allianz einlegt. Und da fangen wir heute an. Dohin und Nathaniel, ihr wart ein bisschen weiter weg von der Gruppe, wenn ich das Waren in der richtig im Kopf habe. Taverne. Genau. Wir waren schon ein bisschen weiter vorne, waren wir. Okay. Ich bin auch dabei. Ja, wenn das Gequake fertig ist, würde ich mich auf den Weg zur Taverne machen. Nicht böse gemeint an denjenigen, der die Musik rein hat, aber die ist ein bisschen zu calm. Ja. Das passt irgendwie Zu nicht zu unserer heftig. Situation. Das klingt Genau, ein zu bisschen beschissen. nach Softcore-Porno-Musik. So, ich mach mal das hier. Habe ich Du gelesen. hättest so Softcore-Lo-Fi Warte, sagen können oder so, aber nein. warte, wenn das Softcore-Porn-Musik ist, vielleicht passt das doch dazu, eine Fendi und durch Situation. Wir möchten Ich hätte PG gerne ein bleiben. Doppelzimmer. Gott. Hey Dorian, willst du mein GIF sein? Aber nur, wenn ich das Bild nachmachen darf. Mach mir die GIF. Die Arme. Ja, zumal das ja gerade Roderick ist und Roderick ist, glaube ich, ein bisschen was älter. Macht es alles schlimmer. Das ist so, das eine Extrem ist nicht supportive sein. Wir sind das andere. Warte, wie alt ist Dorian eigentlich nochmal? Warum fragst du? Alt genug, theoretisch. Aber ja. Und wie alt ist Roderick? Die Antwort könnte, also da kann ich eine Antwort drauf geben, auf die Frage, wie alt Duin ist, das ist schwierig. Der ist so alt, dass er schon wieder vergessen hat. Warte, Roderick ist der Jüngere.
Nee, aber ich weiß, wie alt Roderick ist aus dem Kopf, aber ich weiß nicht, wie alt Dohin ist. Scheiße. Wow. Er ist 25. Okay. Dann passt es ja. Jetzt kommt so, ja, Roderick ist 3 Jahre alt. FBI, open up. Oh no, ist Dohin inside of Roderick? Oder ist Roderick inside of Dohin? Eher so 300. Nudea, Cora, ihr seht, dass Lucia bereit ist, wieder zur Taverne zu gehen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Wir sollten uns anschließen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir sind jetzt unter uns? Ja. Dann würde Nudea die Schriftrollen an Cora übergeben. Das habe ich dir aus dem Laden mitgebracht. Mitten so auf viele. Der Straße? Jetzt habe ich ja gefragt, ob wir unter uns. Ja, aber mitten auf der Straße. Es ist mitten in der Nacht, also im Prinzip. Deswegen. Augen gibt es überall. Es ist Martys Sohn, es ist normal, dass man bei Tageslicht Meth übergibt wahrscheinlich. Also. Eine Fan ist sehr interessiert an dieses Meth. Oh no. Kann ich dir besorgen. Doin, we have to cook. Sam Christel. Breaking Maniotas Arc. Don't worry, I have some Panzerschokolade with me. Danke, das sind sehr viele. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe einfach zugegriffen. Ich schaue sie mir später mal an, danke sehr. Okay. Ihr geht los? Ja. Nudea, du spürst an deiner Schulter die gleiche Hand, wie du schon mal gespürt hast. Und du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Nudea kommt bitte in den Flüsterchat. Oh, schon wieder diese Prediger hier. Hey, guck mal, Nudea hat es jetzt auch. Ja. Nudea hat auch Stimme im Kopf. Yeah. Yeah. Okay. Also. Moment. Nee, das ist falsch. So. Jetzt sieht man's. Also, was du in deinem Kopf hörst, ist die Stimme von Solan, der zu dir spricht. Er sagt: Ich habe eine Warnung an dich, Nudea. Du bist in Gefahr. In großer Gefahr. Warnung? Okay. Jemand sucht nach dir und möchte dir Übles. Ich werde dir beistehen, aber du sollst trotzdem vorsichtig sein. Wer ist hinter mir her? Ist es Algoid? Nein. Es sind... Oder einer seiner Schergen? Es sind tatsächlich Feinde von Algolid. Aber auch Feinde des Kindes der Bestimmung. Wie kann ich die erkennen? Ich werde dir beistehen. Sie werden dich nicht anlügen können. Aber ich befürchte, dass sie solche Methoden gar nicht notwendig haben werden. Sie kommen nicht zum Reden. Ich werde auf mich achten. Vielen Dank für deinen Beistand. Gibt es irgendwas, was ich zu meiner Verteidigung tun kann? Sei nicht alleine.
Sie haben es auf dich abgesehen. Aber wenn du in deiner Gruppe bist und ihr euch nicht aufteilt, dann solltet ihr alle die besten Chancen haben. Dann werde ich das mit meiner Gruppe teilen oder soll es ein Geheimnis zwischen uns bleiben? Du darfst ruhig das tun, wodurch du dich am sichersten fühlst. Danke dir, Solan. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Okay, dann können wir wieder in den Story-Chat. Alles klar. Nein, Mann! Jesus. Ich will noch nicht gehen. Keiner wollte bitte den Laber-Channel. Oh. Oh. Ja, das ist aber auch kein Flüster-Channel, das ist ein Laber-Channel. Fuck. Was ist der Lava-Channel? Der Flüster-Channel ist besonders. Dann geht's, der Boden ist Lava. Noch einmal. Also, jetzt haben wir herausgefunden, Nudea hat auch Stimmen in ihrem Kopf. Also, 3/5 der Gruppe hat Stimmen im Kopf. Das ist wirklich eine große. Nur 3/5? Ja. Lucia kriegt nicht wirklich Gehirngespräche mit ihrer Kiste, deswegen. Ich sehe das nur als Stimme im Kopf haben, wenn du sie mal einmal jede so ein, zwei Tage hörst. Obwohl, wann hat nun der das letzte Mal diese Stimme gehört? Nach der Schlacht. Hat sie da eine Stimme? Ach, stimmt! Ja, stimmt. Da hat sie ja das gehört, was sie sogar zu dir gesagt hat. Ja, wir teilen uns eine Stimme. Warte, hast du mit Solan gesprochen? Nudea hat sich ins Gespräch gehackt. Oh nein. Solan wollte ein Privatgespräch, aber er hat vergessen, dass der Discord ein offener Kanal ist. Und, ja. Da hat Nudea so Skibbi-School, ich höre mal mit. Dies ist ein R-Gespräch. Sie müssen mit ihrer Seele bezahlen. Wollen Sie die annehmen? Ja. Und dann am Ende des Gesprächs habe ich Solan auf meine Bannliste gesetzt und Nudea war so Skibbi-School, den mache ich jetzt auf meine Freundesliste. Ja, O2. Also ihr kommt auch in der Taverne an. Sehe ich die beiden Pappenheimer? In der Taverne? Ja. Ich weiß nicht, Dohin, Nathaniel, macht ihr irgendwas Komisches, dass die euch nicht sehen würden, oder? Ich würde mich unter dem Tisch verstecken. Nein, alles gut, wir. Als sie in die Taverne reinkommen, sehen sie die Leichnamen von allen, die in der Bar war. Und eine Fanny über den. Nathaniel sitzt da auf dem Tisch und er sitzt auf dem Tisch? Goddamn, ich sitze am Tisch. Ja, muss man wissen. Würde ich dementsprechend doof gucken, wenn du auf dem Tisch sitzt. Ich sitze gegenüber von Doin und schaue in mein Weinglas rein. Ich würde mir erstmal ein Bier und ein Schnäpschen holen und mich damit am Tisch setzen. Elama, gib's dir schnell. Ja, ihr müsst eure Kamera wieder anmachen. Ja. Meine Kamera ist an, oder? Ja. Hä? Warte mal, warum ist meine Kamera aus? Oh, weil du warum ist deine Kamera an? Hast. Du Verräter. Nur der setzt sich sehr nachdenklich auf jeden Fall hin. Ist es auffällig nachdenklich oder nachdenklich nachdenklich? Ich versuche es nicht unbedingt zu verbergen, also. Ich würde gern den zweiten Wurf nehmen. Nein, alles gut. Damn, den Skill hätte ich auch gern. Ich setze nur der so da. Alles natürlich. Ja, aber du setzt dich ja mit zu allen an den Tisch, oder? Genau. Und, was habt ihr noch erledigt? Dinge. Wilbur Beutlin? Welbe? Das hab ich auch gerade sagen wollen. Welbe, so rum. Hat seine Zustimmung zur Allianz gegeben. Er hat zwar immer noch Bedenken, aber... Naja.
Verständlich oder nicht? Aber gut. Je mehr, desto besser. Mit ihm dürften wir auch die Routen über die See gesichert haben. Wenn er mit uns steht, dürften wir damit keine Probleme haben, von hier auch wieder zu verschwinden. Früher oder später. Hätten wir auch so nicht. Ist alles okay, Nudea? Du siehst etwas besorgt aus. Guckt die nicht immer so? Ja. Besorgter als sonst. Spielt mehr oder minder mit irgendwas unter ihrer Robe und will ich's genau wissen? Im Brustbereich. Und naja, ich habe eine Warnung erhalten. Tim, nein. Eine Warnung? Was? Habe ich gerade meinen Namen gehört? Nein, alles gut. Naja. Okay. Warnung, von wen, über was, weswegen? Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Hey, wenn du nicht drüber reden willst. Ich weiß nicht genau, vor wem. Das konnte man mir nicht sagen, aber auf jeden Fall sind das wohl Feinde von Algoid. Boah. Feinde des Kindes der Vorbestimmung. Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Reden von Nudea. Komm im Glaub. Du bist das Kind der Bestimmung, also, Mensch. Aber wir wurden gewarnt vor Feinden von Algorith. Also der Feind meines Feindes ist mein Freund für gewöhnlich. Nicht, wenn der Feind des Feindes der Feind der Feinde ist. Nicht, wenn der Feind des Feindes zuerst dein Feind war. Weil wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Während eure Gehirne brodeln, bringt Elana noch ein bisschen Essen aufs Haus. Dankeschön. Besser ist es. Ein paar Brote, ein bisschen Käse und normales Fleisch, Duin. Ja! Also normales Fleisch. Also kein Fisch ja, oder ja, zum so. Frühstück gab's ja nur Fisch. Der Rest ist vergiftet. Für mich gibt's aber alles. Als ob die auch normale Tiere hier, wie schön. Ich fass mein Tier. Ja, da hinten nicht für jeden, Grünland. Sagt sie. Dann hab Dank. Und ich würde reinhauen, aber ich würde richtig weggeschlungen, das Ding. In der Warnung hieß es noch, wir sollen zusammenbleiben. Also, wir haben die beste Möglichkeit zu überstehen, wenn wir zusammenbleiben. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, der Warnung stand auch, esst kein Fleisch. Also, was ist jetzt ganz doof gekommen? Nur der würde Nathaniel auf die Schulter fassen und würde einmal seine Wunden heilen. Ich habe keine Wunde. Also ich habe eine Prellung an der Nase. Und du spürst, die Heilung ist ein bisschen anders. Sonst war Nudeas Heilung immer so ein bisschen wie ein frischer Wind in so einem Waldspaziergang. Jetzt eine sehr warme Energie, die dir auch bekannt vorkommt. Oh, wir sind so ein Priester. Nächstes Level Kleriker. Nathaniel, würfel gern auf Religion. Oh shit, not good. Zolanit ist. Du hast mich angefasst. Mit der 22, ja. Zolanit ist. Nur der, was erkennt denn Nathaniel wieder? Die Energie von Solan. Jetzt ist deine Hand ab. Als die Heilung anfängt, hört man ein lautes Zerbersten vom Glas, als das Weinglas, was Nathaniel in Hand hat, in seine Hand gesprungen ist. Das zahlst du. Und er macht
Er steht auf und macht ein paar Schritte zurück. Seine Hand blutet sehr stark, also im Endeffekt, ich geb jetzt 1d4 Schaden. So. Stark, stabiles Glas, hätte einen Peasant umgebracht. Oder das Kristall. Also ich überlege mal, so ein Peasant mit 4 HP, erst so fast vom Glas getötet. Natürlich. Warum denn nicht? Daniels Hand und das Glas ist fast 1, also ja. Nathaniel, alles gut soweit? Irina von Nathaniel. Ich glaube, er versteht jetzt, wer mich gewarnt hat. Man sieht noch kurz ein paar schwarze Tropfen in Augen sich bilden, bevor er in ein Badezimmer sich zurückzieht. Ist er am Feigen? Ach nö, das arme Badezimmer. Ich sag doch, wegen Nathaniel werden Kreditkarten erfunden als Sicherung. Besser so. Wir haben jetzt doch die Taverne verlassen, vielleicht müssen wir nichts bezahlen. Das ist perfekt in Balance und der heilt mich um 3 Leben und ich füge mir 3 Leben selbst Schaden selbst zu. Nur der, vielleicht kannst du ja meine Fanny heilen, der hat Schaden bekommen. Ich glaube, das wird so eine Endlosschleife, bis meine Space Slots weg sind. Ja, dann schlafen beide 8 Stunden lang und dann geht oder die Gläser wieder. Der Taverne leer sind. Es geht im Schlaf weiter so. Es geht im Schlaf weiter. Ich glaube, leider hat die Taverne mehr Gläser als ich Spacelots, aber. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Vielleicht hilft dir Solan und gibt dir mehr Spacelots zum Heilen von Nathaniel. Oder nimmt Nathaniel die Gläser weg. Vielleicht lernt aber auch die Barmaid und gibt die so einen Blechbecher. Warum gibt mir irgendwie so Solan so richtig so das Arschloch-Vatergefühl, der versucht irgendwie nach 10 Jahren Funkstille einfach zu sagen, yo Sohn, wie geht's? Lass uns abhängen. Cool und cool. Im Private Roleplay gibt's keine Spell-Slots. Und dann will ich überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben, dann schämt er sich bei den Freunden einer, er sagt, hey, ich bin so ein cooler Typ, kannst du meinem Sohn sagen, dass ich auch cool bin? Das ist aber eigentlich ja total witzig, wenn nur der ihn körperlich heilt, nimmt er aber also psychischen Schaden. Emotional damage. Das klingt lustig. Ich heile dich, aber ich mach dich zu einem seelischen Wrack. Sitzt du wieder gerne. Denselben Sorgen nochmal, alles klar, denselben Sorgen nochmal. Oh no. Habe ich kein Problem mit. Was macht der Rest von euch, als Nathaniel im Trinken, Bad verschwindet? Nathaniel ignorieren. Ich guck nur der an. Ja, setzt sich wieder hin. Aber rührt das Essen auch nicht großartig an. Was hast du mit ihm gemacht? Das sah aus wie ein normaler Heilzauber, aber... Was? Ich hab die Warnung von Solan erhalten. Den Gott, mit dem er gebrochen hat. Ach der, okay. Und dann hältst du es ernsthaft für eine gute Idee, ihn damit zu berühren und in Verbindung zu bringen? Ich wollte was ausprobieren. Das klingt nach was Lucia sagen würde. Ist explodiert. Oh, ja, ja. Es war ein bisschen unwahrscheinlich, dass er in die Luft fliegt oder so. Also mit dem Religion-Check habe ich eigentlich gerechnet. Cole würde tatsächlich mal nach Nathaniel schauen gehen. Auf der Minatoilette? Ich möchte Cora das Bein stellen. Nein, das glaube ich nicht. You can certainly try. Ah, fuck. Stimmt, ich habe vergessen, dass ich ja gegen Cora nicht würfeln darf. Kacke. Was findet Cora denn vor? Nathaniel? Frage ist, das Bad zum Ab... Kann ich abschließbar? Das Bad? Ja.
Was? Du kannst einen kleinen Holzregler vorschieben, ja. Dann ist es abgeschlossen. Okay. Dann hörst du ein Klopfen. Woher weißt du, in welchem Klo er sitzt? Beim Feldsch geklopft? Ich glaube nicht, dass die Taverne so groß ist, dass die 50 Klos hier haben. Ich glaube, die haben ein Loch im Boden, ich glaube. Why? So funktioniert das Mittelalter. Sag das bei den Römern, die waren schon weit vor Mittelalter mit Klos und allem. Naja. Gemeinschaftsscheißen. Die waren uns voraus. Man zeigt bei Side-Coaching. Code by Side. Nathaniel, bist du hier drinne? Du hörst erstmal kurz nichts und dann kommt ein Was ist? Ich möchte reden. Tür öffnet sich. Sehr blutige Hand und schwarze Flecken ums Auge. Eher so frisch abgewaschener Teer. So. Genau. Nathaniel, denkst du wirklich, dass das eine Lösung ist? Was? Jedes Mal, wenn du irgendwie mit Solan in Verbindung kommst, rennst du einfach weg. Du bist kein Feigling, warum rennst du dann? Ich bin nicht aus Furcht weggerannt, ich bin weggerannt, weil ich sonst nur Deas Kopf zerschmettert hätte. Aber wieso? Nur der hat, naja, vielleicht mit Solan gesprochen und hat eine Warnung von ihm erhalten, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass nur der auch ja, auf Solan hört und ihm blind folgt. Frage zu meinem Religion-Check. Mhm. Ist das einfach nur geliehene Kraft mit von Solan auf Nudea oder ist es eher so, Nudea dient, beispielsweise hat einen Pakt mit Solan? Würdest du nicht so genau wissen. Du hast die Heilung erkannt als Solan-Magie. Um sowas zu wissen, müsstest du die Betroffenen fragen. Ich vertraue nur der nicht. Sie arbeitet mit Solan zusammen. Zumindest ist sie im Gespräch mit Solan. Fenja. Du musst lernen, deine Wut irgendwie im Zaum zu halten. Du wärst heute beinahe gestorben. Ist das das wert? Ich habe Unschuldige versucht zu rächen. Wie viele Leute haben sie entführt? 18 waren es, richtig? Nee, 12. Ach, also mit noch 13 mit der Geft zusammen. Genau. Ja. Die hatten 13 Leute und für 12 davon umgebracht. Und ihre Ziele sind es, Armen zu unterstützen. Und da soll ich einfach noch rumstehen und einfach sagen, ja, alles in Ordnung. Finde auch nicht, dass es in Ordnung ist, was passiert ist, aber dein Tod ändert nichts an der Sache. Du musst lernen, nachzudenken, bevor du irgendwas tust. Selbst einen in den Tod zu reißen, hätte Leben gerettet. Und jetzt sind sie unterwegs und werden weiter morden. Ich hoffe nicht. Und ich werde mich darum kümmern, dass es nicht passieren wird. Und wie willst du dich drum kümmern?
Ich habe nochmal mit Ihnen gesprochen. Ich habe vielleicht einen Weg. Du hast also einen Deal mit ihm gemacht. Nicht wirklich. Eher ein Vorschlag. Und der wäre? Sie hören auf, Unschuldige zu opfern, wenn sie anders an das Wissen rankommen würden. Das, ändert vielleicht nichts an denen, die ihr Leben schon lassen mussten, aber zumindest können wir zukünftige Leute beschützen. Und was ist, wenn ihnen die Informationen nicht reichen, die einfach weiter töten? Glaube nicht, dass diese Leute irgendwelche Monster sind, die Spaß daran haben, Leute zu töten. Sie werden erst alle anderen Sachen erschöpfen, wenn wir ihnen helfen. Sag, was du denkst, aber in meinen Augen sind das Monster, die keine Gnade verdienen. Ich würde weggehen. Cora würde dann zum Tisch gehen und sagen, ich würde schon mal, mir ein Zimmer holen und dann vielleicht nach oben gehen. Okay, ich würde mir, wir haben ja noch kein Zimmer, ich würde mir einen Zimmerschlüssel auf dem Weg nach oben nehmen und ins Zimmer gehen. Mach 3 Silber pro Zimmer. Warte, sind das Einzelzimmer? Wenn man ein Einzelzimmer haben will, ja. Jo, okay. Ich mach ein Einzelzimmer. War ich früher öfter in der Taverne? Die Taverne kennst du, ja. Alles Klärchen. Nachdem ich fertig genommen habe, würde ich dann auch einmal zur Bardame gehen und zu fragen, ist mein übliches Zimmer beziehbar? Sie lächelt und sagt, als ich sie heute früh gesehen habe, habe ich sie in Auftrag gegeben. Sehr schön, dann würde ich gerne den Schlüssel haben. Natürlich, und sie gibt ihn dir. Ja, dann gehe ich aber trotzdem mal kurz am Tisch und setze mich hin. Cora wird sich tatsächlich ein Zimmer mit 2 Betten drin holen. Ich weiß nicht, ob jemand nachkommt, aber sie ist nicht gern allein. Das würde 4 Silber kosten. Okay. Kein so Problem. Nur der würde wahrscheinlich nach der Warnung nicht alleine ein Zimmer nehmen. Also. Theoretisch ist das, was ich habe, ein Einzelzimmer oder ist das ein größeres Zimmer? Es ist ein größeres, ja. Also du könntest mehr Leute reinnehmen. Machst du selten, glaube ich, aber ja. Da ist ein sehr schönes Bett und so 2, also sehr schönes großes und 2 so kleinere. Also es wird trotzdem, bis vielleicht das super fancy, die super fancy Taverne in Alt-Valo, wäre das Zimmer das schönste, was ihr bis jetzt, ja, besucht hättet. Außer das Nat-20-Bett machen von Dohin. Oh no. Look how they try to imitate my power. Wieder am Tisch setzen und halt sagen, dass ich theoretisch noch für 2 Leute Platz hätte. Zumindest 2 Betten. Noch frei hätte. Nun, wenn der Platz besteht, komme ich gerne mit. Ich bleib lieber auch nicht alleine. Ich weiß ja theoretisch nicht, dass Cora ein Doppelzimmer genommen hat. Das ist richtig.
wollen wir da noch was trinken oder wollen wir schon mal aufs Zimmer rauf? Du hast schon ordentlich was verpasst. Wir haben schon den einen oder anderen hinter uns. Sagst du, während der Fendi weg ist. Naja, mit Bier kann man ja auf beide beziehen. Muss ja nicht jeder da sein. Er ist ja ein Shih Tzu. Nur ein Bier pro Kopf in meinem Kopf. No. Was ist das für eine komische Regel? Nur ein Kopf pro Bier. Von mir aus können wir gerne ins Zimmer. Gut, dann würde ich wenn die da nichts zu trinken haben, wenn die wissen, Lucia tritt an. Ich hab den Billy beim Zimmer. Na, dann würde ich aufstehen und dann vorgehen zum Zimmer. Nur der folgt dir. Okay, dann verteilt ihr euch alle auf eure persönlichen Zimmer. Hält jemand irgendwie Wache oder nicht? Die ersten 4 Stunden nicht. Also nur der würde auch wach bleiben, solange sie weiß, Lucia ist in ihrer Meditation. Chip kann Wache halten, also zumindest bei mir im Zimmer. Kurze Frage, also wir merken ja, dass eine Fertiger weg ist, wir merken ja, dass Cora woanders schläft. Wissen wir, in welchem Zimmer die sind, oder ist das eher so ein... Also, außer die sind jetzt haben extra gewartet und wollten schleichen, liegt an euch, Leute. Cora hätte sogar gesagt, in welchem Zimmer sie ist. Okay. Nathaniel? Mein Status ist unbekannt für die Gruppe. Auch für die DM? Nö. Glaube nicht. Oliver ist Bescheid. Außerhalb der Welt. Also, die Wache halten. Perception-Check, bitte. Okay. Chip, du schaffst das. Du bist eine Maschine. Chip. Du kannst eigentlich nicht... Wow. Daniel ist woke. Okay, das ist eine 19. Dann ist Nathaniel der Einzige, der was mitbekommt. Cheat. Und zwar, Nathaniel, du siehst eine, ja, ziemlich kleiner als Cora, Gestalt außerhalb des Zimmers gegen eine Wand gelehnt stehen. Kleinfüchsige sind immer böse. Frech. Das ist gerade nicht der Kobold oder Goblin, weil der wurde gegessen. Was? Nee, sein Kumpel wurde gegessen. Ach ja, stimmt. Ach so. Stimmt, einer seiner Freunde war einer auch in Führungsopfer. Mhm. Machst du irgendwas, weggegessen. Nathaniel? Also mein Zimmer ist dunkel, aber ich kann ja sowieso dank der Wissheit wie am helllichten Tag sehen. Deswegen, ich würde so... Leicht aus dem Fenster, ist er richtig? Nein, er ist direkt im Gang. Ach so. Ich würde ihn beobachten und falls er versucht, in ein Zimmer reinzugehen, obwohl weiß ich, in welchem Zimmer die sind. Als Gruppe, wo die gegangen sind, ich glaube, die hätten es nicht versteckt, also ja schon. Ja, okay, dann, falls sie in einen der Zimmer gehen, wo ich vermute, dass die anderen drin sind, reinzugehen, dann würde ich sagen, rausspringen und ihnen sagen, pin. Okay, aber so an, jetzt machst du nichts. Noch nicht, ich beobachte ihn. Okay, du hast mir ja geschrieben, was du machen wolltest. Mhm. Nach deiner Wache steht die Person da immer noch. Machst du etwas oder nicht? Er steht da nur.
Er steht da nur. Okay, das ist schon zass. Ich würde dann meine Aktion machen. Also ihn pinnen. Wie weit ist er ungefähr von meinem Zimmer entfernt? Keine 2 Meter. Also wenn ich rausspringen würde, ihn dann schnell runtertackeln würde, ja, könnte er höchstwahrscheinlich nicht so schnell hochkriegen. Dann versuche ich das mal. Da würde er einen Dex-Save machen. Soll ich einen Strength oder... Ja. Strength oder Athletics? Deine Entscheidung. Du schaffst es, du hältst ihn fest und jetzt, wo du so nahe dran bist, erkennst du ein bisschen mehr von der Person. Es ist ein Kenku. Oh, for fuck's sake. fuck, welchen Titel hatte er nochmal? Du weißt nicht, ob das der Kenku ist. Dynast. That's racist. Also es war Dynast, Kulu Uklu. Es ist nicht wirklich höflich, Leuten nachzuspionieren, ihren Dynast. Leute zu schlagen ist auch nicht wirklich höflich. Touché. Ich will ihn aufstehen lassen. Er wirkt sehr... ja, ungestört davon, dass du ihn, ja... in den Boden reingedrückt hast? Naja, ist eher ja so ein Klonkörper, also. Hab doch noch genug davon. Er sagt, du warst schon lange genug wach, du solltest dich auch mehr ausruhen. Ich hätte eigentlich geschlafen, wenn nicht ein Gestalt vor unseren Zimmertüren rumstehen würde für mehrere Stunden. Bis jetzt habt ihr mich noch nie gesehen, deswegen dachte ich, dass es euch nicht groß stören würde. Ich würde ihn in mein Zimmer einladen. Wir können reden. Wir brauchen nicht reden. Und weswegen bist du hier? Wissen sammeln. Ich bin nicht nur hier, ich bin überall. Mitten in der Nacht... in einer Taverne vor geschlossenen Türen? Vor euren geschlossenen Türen. Also belauscht ihr uns? Natürlich. Dann kannst du mir wohl erzählen, was hinter geschlossenen Türen so erzählt wird. Ich sammle die Informationen für mich, nicht für dich. Wir sind Alliierte, keine Freunde. Bitch Slap. Erstmal den Dynast Bitch Slappen. Das Henne würde ich zutrauen. Nein. Also hast du keine Angelegenheit mit uns? Keine aktive, nein. Ich gehe davon aus, du weißt von den Geschehnissen in der Hütte im Wald Bescheid. Das war nicht im Wald. War es nicht im Wald? Das war nicht wirklich im Wald, aber... ja. Aber er wiederholt das, was du gesagt hast. Ich weiß von den Geschehnissen im Wald Bescheid. Die lunarischen Orten müssten unter Auge bewahrt werden. Ich gehe davon aus, dass es eine radikale Gruppe gewesen ist, aber es wäre problematisch, wenn sich andere da anschließen würden. Seid ihr nicht auch der Meinung? Von dem, was ich aufgeschnappt habe, haben sie recht. Al-Ghulid steht kurz davor, noch mehr an Kraft zu gewinnen. Das wäre eine große Gefahr. Aber Amon dafür stärken, das ist eine bessere Alternative. Um Amon können wir uns kümmern. Sulan würde auch mitmachen. Sulan ist stark, er hat Amon schon einmal besiegt. Ich will seine Hilfe nicht.
Zu schade. Wir wollen die Hilfe von Lilac auch nicht. Oder die Hilfe von Gradalos. Manchmal muss man mit den Feinden seiner Feinde zusammenarbeiten. Ihr bindet einfach nur die Menschen noch weiter an den Göttern. Ich versuche nur die Menschen an das Leben zu binden. Ein Leben in Ketten ist genauso schlimm wie der Tod. Sie können immer sterben. Ich höre. Nein, er sagt, ist genauso schlimm wie der Tod, sagst du. Er sagt, der Tod ist immer eine Option. Ich gehe davon aus, dass die meisten Götter nicht ihre Gläubige tot haben wollen. Ja. Aber erzähl mir, was passiert auf Valure so? Wurde Ad aufgenommen? Du meinst Avo? Ja, Avo meine ich ja. Ad. Wir untersuchen Avos Fähigkeiten sehr. Vor allem die Monarchin. Sie zeigt großes Interesse an seiner Kunst. Und wir sind sehr beeindruckt von seinen Fähigkeiten. Aber Avo ist eine große Hilfe gegen Algolith. Oder wird eine große Hilfe sein. Die Adligen sind sich uneinig, was sein Einfluss außerhalb von Algolith angeht. Die Monarchin möchte seine Fähigkeiten weiter erforschen. Nicht nur für den Kampf, für die weitere Entwicklung von Valure. Die Königin ist da etwas vorsichtiger. Natürlich bist du noch nicht dagegen. Ich bin auch dagegen. Mit den Experimenten hat die Monarchin einen Großteil, sie ist für den Großteil der Wüste verantwortlich. Nicht nur von der Wüste. Valure leidet an den, ja, Forschungen, die angestellt werden. Die Forschungen von der Dynastie, nicht von Avo. Von der Monarchin. Du beleidigst gerade den Dynasten, der vor dir steht. Ja, ja, ist gut. Er sagt. Viele Titel. Er sagt. Genau deswegen sind die anderen Adligen dagegen. Die Monarchin möchte natürlich ihre Forschungen weitertreiben. Avo würde gerne helfen. Für ihn ist das nur noch mehr Freiraum für seine Kunst. Deswegen ist es gut, dass die Macht zwischen uns allen aufgeteilt ist. Die Monarchin kann nicht von sich aus diese Entscheidungen treffen. So gern sie das auch möchte. Und was meinen die anderen? Die Rote Armee ist sich einig, dass man, dass sie warten, oder dass wir warten sollen mit dem möglichen Einfluss von Avo nach Algolith. Bis dahin soll er sich, oder sollen seine Künste ausschließlich sich gegen Algolith konzentrieren. Also 3 für, 2 dagegen. Und der Herr findet, dass Avos Fähigkeiten zu
hilfreich sind, als dass man sie nur für Blutvergießen benutzt. Ich habe auch nie behauptet, dass es nur für Blutvergießen verwendet werden soll. Habe ich auch nie behauptet. Ihr habt bestimmt schon einen seiner Minenarbeiter-Golems gesehen. Noch nicht. Für die hätte er wenig Nutzen. Die Materialien und alles Mögliche können wir ihm besorgen. Ich bleib dabei. Avro ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Allianz. Was sind eure Erfolge auf Lilac? Es war jetzt ein Tag. Ich schätze, es ist noch zu früh, um zu fragen. Diese Stadt haben wir schon. Für die Allianz. Ab jetzt wird's nur schwerer. Martison hatte schon eine Abmachung mit Valyre. Der Rest von Lilac ist abgeschottet von uns. Politisch. Wie eigenständig sind die anderen Städte? Könnten sie sich gegen die Mehrheit des Kontinents gegensetzen? Lilac funktioniert nicht wie Valyre mit einer Mehrheit. Oder mit einer Gruppe, die die andere überstimmen kann. Jeder ist für sich. In Lilac ist jeder für sich. Tim, wo ist deine Kamera? Ach, Mann. Schnitzel essen oder so. Nee, ich esse noch nichts, ist der Punkt. Ich esse noch nichts. Hallo. 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 Oi. Oi, bin da. Dann werden wir wohl die anderen Einzelnen überzeugen müssen. Jeder Mitstreiter ist Gold wert. Gut, dann haben wir eigentlich unseren Plan. Von Stadt zu Stadt und die ganzen Herrscher überzeugen. Klingt wie ein guter Plan. Und der Dynast? Ich will Ihnen noch eine Frage stellen, bevor er verschwindet. Mhm. Ich würde gern dich um etwas bitten. Gefallen haben immer einen Haken, aber... Sie ist als Bezahlung unserer diplomatischen Arbeit. Ihr habt ja gesagt, jede Allianz ist, jeder Mitstreiter ist Gold wert. Ja. Wie schnell könnt ihr etwas von Belnoid hier hinliefern? Von Belnoid? Oder allgemein Bibliotheken von den anderen Kontinenten? Von Belnoid haben wir nur als Alliierten das Sternenarchiv. Die anderen fehlen uns noch. Also kommt es darauf an, ob wir da rankommen. Aber falls wir da rankommen, wir bräuchten nie länger als eine Woche. Normalerweise vielleicht 2 Tage. Wenn es wichtig ist. Könnte der Service liefern? Der Sir ist sehr beschäftigt. Er macht keine Lieferungen. Ja, Trump. Dann muss es eben
so geliefert werden. Falls ihr eure Hände darauf bekommt. Und zwar? Ich würde da näher rangehen und in sein Ohr flüstern, damit, falls jemand belauscht, nicht hören kann. Ich schreibe dir was. Und Nathaniel würfelt dann noch einmal auf Perception. Perception, also warte. Okay. Dann merkst du nichts. Warte. Achso, okay. Das war die Frage, dass ich gewürfelt habe. Okay. Dann sagte Dynast: Ich schaue, was sich finden lässt. Und er geht. Desto älter, desto besser. Okay. Nathaniel, was machst du? Ich würde zurück in mein Zimmer gehen und schlafen. Du siehst, wo du in dein Zimmer kommst, eine Tasche auf deinem Bett. Hat die Tasche irgendwelche erkennbaren Markierungen, woher diese Tasche stammen könnte? Sie scheint magisch. Hat eine grüne Schleife. Ich würde Divine Sense draufcasten. Es ist eine Bombe. Sie ist okay. Dann würde ich es aufmachen. Boom. Du machst sie auf und du siehst, wie ein Loch. In der, in der Bag of Holding. Nice. Jetzt haben wir zwei. Nein, ich habe nur einen billigen Abklatsch. Denn ihr habt eine, Lucia hat auch eine. Ja, ihr und Lucia, das ist schön. Das Well. Ich bin gleich wieder da, ich muss kurz nur mein Licht anmachen. No. Da gibt es die Gruppe, Nathaniel und Lucia. Okay. So, und dann würde ich mich schlafen legen und beim Einschlafen würde ich überlegen, wie der Dynast es in mein Zimmer geschafft hat. Magic. Würfel von Intelligence. Er die Frage, wie viel seiner. Wie heißen sie nochmal? Kopien. Freunde. Wie viel seiner Kopien er in dieser Stadt hat. Ja, wenn du dich mit der einen unterhalten hast, war die andere drin. Ja. Denn du hast es zu schlau. Das ist das, woran wo drauf du kommst. Er ist zu schlau. Zum Märte. Ich schlafe dann. Too powerful. Okay. Ihr bekommt alle eine Longlist. Ich bin ja schon vorher aufs Zimmer, ne? Mhm. Cora hätte die Scroll of Sending benutzt. Mhm. Kannst sagen oder mir schicken, was du sagst, oder? Ja. Da, ich mach so, da kannst du nachzählen. Sollten 25 sein, ich hab's im Word eingetippt. bei Hause telefonieren. An Egas, genau. Ja, ja. Das siehst du, doof. An wen? An die Gast. Wer war das nochmal? Der in der Triarch-Bibliothek. Ja, was? Mentor. Primär. Oh, Primär-Bibliothek. Ja, Bellini, das ist richtig. Egast. Okay, und dann würdest du schlafen gehen, Cora? Also theoretisch hat er 25 Wörter zum Antworten. Ah, okay. Viel Spaß. Improv, go! Ich das erste Mal eine Improv durch. Rest machen mit Space Slots. Weißt du? Ein paar Goodberries casten. Weißt du, ist es egal, der kann mit mehr antworten.
kriegst einfach eine Nachricht zurück, so dü-dü-dü, kein Anruf unter dieser Nummer. Cora, was ich dir geschrieben habe, das wäre perfekt mit Nudeas Mocking Voice dahinter auch noch. Aber das hat er wirklich geantwortet. Wunderbar. Also, bitte. Ja, also nicht 5 Minuten. Cool. Und jetzt ein Schnitzel? Nee. Außerdem werde ich gezwungen, unten zu essen. Wow. Oh, viel Batman, sowas lässt du dir gefallen? Ja, ich habe auch schon gesagt, ne, wenn das nochmal vorkommt, dann zieh ich aus. Und dann haben die gesagt, ab jetzt essen wir jeden Tag. Nächste Session, Tim ist auf der Straße. Leute, von den Streets auf Frankfurt. Live heute, Frankfurter Bahnhof. Ein netter Doktor habe ich schon geimpft, damit wir heute besser durchziehen können. Frankfurt ist gar nicht. Im Hintergrund so klatschen die Leute. Das ist kein Klatschen, mein Bester. So, wir haben dann ab nächste Woche so unter der Brückencam und dann auch noch so eine Webcam auf so einen schlafenden Straßenpenner so. Aber Tim, du könntest runter, weil Noel oder Cora? Kommt in den Flüsterchat. Was machst du mit der Info? Also das Erste, was sie machen würde, wäre erstmal aus dem Fenster schauen. Sprich. Ja, wenn ich die Rolle nicht gewünscht habe, kommt der. Oh Gott. Nein, sie springt nicht aus dem Fenster. Selbst wenn sie Feather vor, sie würden niemals Halbschaden kriegen. Wenn der Nachricht angekommen ist, schmeißt sie Meteor. Du siehst einfach so eine Gasse, wo jede so 30 Minuten so ein Typ reingeht, einfach in die Ecke pinkelt. Nice. Ecke der Kneipe. Okay, so. Während ich dann irgendwann wach bin, würde ich mein Kartenspiel rausholen und Solitär spielen. Ja, eigentlich also, das macht sie dann auch. Okay. Dann, Tim, einen guten? Es wird noch dauern, bis es fertig ist. Ah, okay. Aber dann die anderen? Vielleicht gehe ich genau damit, wie ihr da seid. Oh, okay, das wäre mies. Also das ist ja doof, ja. Lucia, Nudea, Dohin. Macht ihr irgendwas? Die ersten 4 Stunden nicht. Und dann Nudea sieht, dass Lucia wach wird, würde sie versuchen zu schlafen. Okay. Also während sie wach war, hat sie nicht viel mehr gemacht, außer die Goodberries zu erschaffen. Und ich spiele Solitär. Ja, nee, ich würde mich, wenn ich wach werden würde und sehen würde, dass du das spielst, würde ich mich dazu sehen. Nee, Quatsch. Ich würde erst runtergehen, einen Drink für Lucia und mich besorgen. Und dann würde ich mich dazu gesellen. Okay. Nichts geht über einen guten Drink am Morgen. Du bist schon wach? Das muss Nach 6 Stunden. Das muss wohl Roderick sein. Das muss Roderick sein. Eine andere Möglichkeit. Das ist Algolid. Das ist eine dritte Person. Das ist Algolid. Und Roderick hat ja auch mehrmals geschafft, also ist das jetzt die dritte Persönlichkeit. Roderick mit B. Nein, Roderick. Dum-dum. Der Roderick. Roderick Bleifluss. Roderick Bleifuß. Ah, genau. Er hat einfach super Disadvantage auf all seine Self-Checks. Autofails eigentlich. Autofails auf jeden Wurf. Nein, Roderick Bleifuß. Ja, ich würde runtergehen, so einen Drink holen, mich dann hochsetzen, neben Lucia, den Drink auf den Tisch stellen. Ich hab eine Frage. Und würde ich bitte unternehmen? Findet währenddessen das Gespräch, wann in dieser Zeitlinie findet das Gespräch so? Weil ich bin nach 3 Stunden aufgewacht und dann findet auch das Gespräch statt. Dann würde das davor stattfinden. In der 4. oder 5. Stunde. Ja, also deins passiert davor, genau. Ja, okay. Damn, die Timeline in dieser Nacht. Timeline. Time to shine.
Ja, ne? Okay. Sagst du irgendwas, Duhin? Roderick? Ja, also ich ich stell den Drink hin, sag so, hast du noch Platz für einen in deiner Runde? Gewiss. Hm. Nun denn? Erwartet ich nichts. Baubau oder so. Uno. In der Nacht holen sie eine Schale warmem Wasser und tun eine Nutella Samt da rein. Nein, lass doch Nutella in Ruhe. Ich kann ja ein Trinkspiel draus machen. Oh, Plot Twist, die pinkelt nicht, sondern ihr Cloak wächst. Das ist nicht gut. Okay, ja, er würde ein bisschen mit ihr gamblen und dabei ein bisschen trinken. Ich würde jetzt essen gehen. In dem Fall viel Spaß beim Gespräch, bis gleich. Ich gönne mit dir. Dankeschön. Er gehört. Okay. Ist, dass ich mein Headset als letztes absetze, ja. Okay, gut. Guck ich wieder, danke. Deine Augen direkt, ja, was sich wie direkt danach anfühlt, wieder auf. Und du sitzt in einem dir bekannten Raum, einem, ründlichen Raum, in der Mitte ein kleiner runder Tisch und lange, hohe Regale mit Büchern drin. Am Tisch sitzt Egast. Er schaut dich an und sagt, du wolltest mit mir sprechen? Ja, guten Abend. Ich habe ein paar Sachen herausfinden können, die für euch wahrscheinlich auch von großer Bedeutung sein könnten. In Ordnung. Es scheint so, als wäre Algolids nächstes Ziel Amon. Amon. Das ist nicht gut. Das, das ist richtig. Aber wir haben vielleicht eine Möglichkeit, ihn davon, abzuhalten. Welche Möglichkeit? Wir haben heute in Lilac ein paar Wanderer aus anderen Ebenen getroffen. Mindflayer. Sie suchen im Moment eine Lösung, um Amons Schwester aufzuwecken. Damit Algolid nicht so gute Chancen hat. Okay. Allerdings sind ihre Wege, wie sie an das Wissen kommen, eine, mit der ich mich nicht so wohl fühle und wollte fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass sie Zugriff zu den Bibliotheken bekommen würde. Natürlich nur unter eurer Aufsicht. An dem, was du gesagt hast, Cora, gibt es mehrere Probleme. Zum Ersten, die nicht von dieser Welt kommen, dürfen nicht an Wissen herankommen, welches so wichtig ist, dass es in einer Primärbibliothek aufbewahrt wird. Der Sinn einer Primärbibliothek ist, das Wissen von denen fernzuhalten, die es missbrauchen würden, für die es zu viel wäre. Das gilt schon für Laniotas. Für die über Laniotas hinaus, die würden nur noch eine noch größere Gefahr darstellen können. Das verstehe ich.
Aber, ihr seid doch bestimmt auch der Meinung, dass wir Algolith nicht erlauben sollten, Amon zu besiegen und so noch stärker zu werden. Da hast du recht. Und wir können diesen Leuten trauen? Sie scheinen nur das Beste für diese Welt und, naja, wahrscheinlich die ganzen anderen Ebenen auch zu wollen. Korra, ich befürchte, sie haben dich ein bisschen ausgetrickst. Wonach es klingt, ist eine Gruppe von Gelehrten, von Wissbegierigen und Wissenshungrigen, die versuchen, ein Geheimnis zu lösen, welches seit Jahrhunderten ungelöst ist. Wenn sie diese Welt durch ihre Taten mehr in Gefahr bringen, dann macht es ihnen nicht viel aus. Sie können einfach wieder gehen. Wenn ich fragen kann. Du hast gesagt, sie benutzen Methoden, mit denen du nicht so im Guten stehst. Welche Methoden benutzen sie? Ich glaube, ihr wisst sehr gut, wie mein Flayer an neues Wissen kommen bevorzugt. Das habe ich befürchtet, ja. Aber glaubst du wirklich, sie könnten Lunara wieder wecken? Ich weiß es nicht. Es scheint auf jeden Fall so, als würden sie nicht aufhören, Leute zu töten, bis sie, das Wissen erlangt haben. Ich hatte gehofft, wenn wir, entweder selbst sie aufwecken könnten oder, auf jeden Fall irgendwas machen können, damit niemand mehr sterben muss. Du hast diese Gruppe gesehen, waren sie kompetent? Intelligent? Ja. Sie scheinen sehr hohe Zauber gewirkt zu haben und ich würde schon sagen, dass sie schlauer waren als die meisten Leute, denen ich begegnet bin. In diesem Konflikt sind jetzt schon so viele Großmächte dieser Welt involviert. Und jetzt kommt noch eine andere dazu. Korra? Würfel mal auf Persuasion. Mit Vorteil. Dieses Mal vergesse ich es nicht. Ich nehme die 12. Nimmst du jetzt schon die 12, oder? Ich muss es vor dem Wurf eigentlich sagen. Ah, okay. Also nimmst du die 12 plus... Plus 7 ist eine 19. Okay. Dann sagte Gast. Halbplaneo, das ist schon involviert. Dieses Problem mit Algolith ist aber anscheinend größer als bloß Laneotas. Wir werden schauen, dass wir zumindest versuchen, die Morde zu stoppen. Danke euch. Danke dir für diese Information. Oh, und eine Sache noch. Ja? Es könnte sein, dass Algolits Bruder, auch etwas mit der Sache zu tun hat. Wir sollten auch versuchen, so viel wie möglich über ihn herauszufinden.
seine Stärken, seine Schwächen, alles Mögliche. Redest du über seinen Freund, den mit schwärzige... Ja. Ja. Er sagt... Der Dämon der Schwärze. Der Dämon mit den schwarzen Flügeln. Punkt. Offiziell. So, Geist sagt... Aber ist dieser nicht verstorben vor vielen Jahren? Das habe ich auch gehört, aber ich kann euch nicht sagen, woher ich das weiß, aber es scheint so, als würde er bald zurückkehren. Es wird immer besser. Sollten uns darauf vorbereiten. Wir werden all unser Wissen, was wir über ihn haben, wieder zurückbringen und gegen ihn verwenden. Gut, ich danke euch. Mach weiter, Sokora. Das mache ich. Und viel Glück, Igast. Ja. Ja, als er das sagt, merkst du, dass der Raum und Igasts Gesicht und die ganze Umgebung langsam so verschwemmen, als würden Wolken durchziehen. Und dieser Raum verschwindet, diese Umgebung. Und du weiter ganz normal schlafen kannst. Cute. Okay. Wunderbar. Also, kriegst auch eine Long Rest? Okay. Long Rest, Long Rest. Und ja, dann ist es wieder morgen. I guess. Dorin verschläft wieder. Dorin verschläft. Das macht wieder Sinn, ja. Naja, eigentlich sind wir ja am Zocken. Er ist beim Kartenspielen eingeschlafen. Er verschläft nicht, er hat sein Bett an Lucia verloren. Duin schläft draußen. Oh no. Aber sexuell in mein Zimmer, also ich kann ihn jederzeit jetzt einfach rausschmeißen. Also. Schon, ja. Okay, Nachricht an alle, falls jemand eine 15 braucht, sagt Bescheid. Oh, 15 ist safe. Als ob du wieder ein Pasch würfelst. Nice. Ja, letztes Mal 12-12, dieses Mal 15-15, sehr impressive. Is this the true power of a sorcerer? das ist eine Wizard Ability. Ja, oh, damn. Das passt so gut zu Cora's Charakter. Oh nein, Dean leckt wieder. Dean geht. Dean ja, leckt wieder. Alles man wird soll gut aufhören, an Sachen zu lecken. Ich hab nix mit Solan gemacht. Chris beleidigt ihn wieder als Spasti. Spast. Wie das aussieht, ey. Das ist ein gebrochenes Bild. Er ist so erleuchtet irgendwie. Schon nice. Solan hat ihn geholt. Oh, das Schnitzel, Tim. Oh, das Schnitzel ist da, ja. Alter, da ist er. Moin. Ich geh gleich wieder. Hätte ich nur gemobbt. Bye, bye, Dean. Du hast verpasst, dass Cora den Gast über die Mindflayer erzählt hat. Ja. Ja. Oh. Und dann hat er ihn verspeist. Ja, dann wurde ich gegessen. Von den Mindflayern im Schlaf. Von Chip. Ich dachte, und Chip, ich dachte, du, also Cora hätte Egast hier gefressen. Ich dachte, Cora hat Chip gegessen. Also, es war folgendermaßen, ich habe Egast gegessen, ja. Dann haben die Mindflayer mich gegessen und Chip hat die Mindflayer gegessen. Chip MVP. You praise Solar. Okay, nur der, das ist wieder ein guter. Jetzt muss ich wieder nach Memes schauen, toll.
You praise the Lord, you praise the Lord. Okay. Was macht ihr morgens? Ihr kriegt alle eine Long Rest für Dohi nochmal. Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Ich glaube nicht, aber ja. Boah, aber wenn du aufstehst, kannst du Karten zocken, ne? Genau. Du kriegst auch dein Rage wieder, das darfst du nicht vergessen. Treffen wir uns irgendwie unten im Hauptraum oder? Ach, ist hier mein Zimmer nicht gut genug? Moment, Dean ist weg. Naja, Dean ist explodieren. So wie Meme. So ein Blutball, Junge! Flatsch! Bestimmt mein Zimmer irgendwo ein Schränkchen, wo was Alkoholisches drin ist, womit ich das bei meinem Flachmann auffüllen kann. Oh, imagine, du hast immer so einen Schrank, den du beiseite schieben kannst, und dahin, das ist so ein geheimer Raum. Das ist so ein Weinkeller. In Lucias Privatzimmer würde das sogar Sinn machen, also. Irgendwie. Kommt, von außen sieht der Raum so viel größer aus und gehst rein, ist aber nur so ein Platz für ein Bett und einen Schrank, denkst du, okay. Schiebst den Schrank beiseite, so dreifache Größe vom eigentlichen Zimmer, ist aber alles mit Alkohol gefüllt. Ich glaube, Dean muss wieder sein Zeug. Ich habe meine eigene Bar. Naja, ich habe meine eigene Kneipe in meinem Zimmer. Für meine Privatpartys. Nice. Privatpartys, let's go. Und so aus der Bodenluke kommt der DJ raus. Einfach so ein Bade, der hochfährt. Mm. DJ Kupferglocke. Oh no. Finde ich sehr geil. Wenn du sagst, nicht DJ Kupferglocke ist. Oh Gott. Oh no. Schönes Wetter heute, nicht? Ja, vor allem Dean ist auch nicht mehr auf World 20, ne? Der ist komplett weg, ne? Naja, der ist explodiert. Puff! Bye bye, Dean! Ich mochte bye, ihn. Bye bye. So. Och ja. Und so. Schöner Donnerstag so. Hat jemand von euch Holy Water? Ich habe mein letztes einen Dämonen ins Gesicht geschmissen. Naja, wenigstens war es nicht ich. Ich glaube, ich hab noch was. Frag die Teergrube, ob sie was herstellt. Ich glaube, der macht erstmal nichts mehr für mich. Das sind so D&D-Gespräche. Habt ihr also noch Holy Water? Ich habe das letzte einem Dämon ins Gesicht geschmissen. Ich glaube, ich habe noch was übrig, ja. Ich hab noch einen Flask Holy Water tatsächlich. Ich kann dir nur Gift anbieten. Cool. Es wird immer mehr D&D. Ich frag Sador the Wise, he can help you. Denn? Für den einen ist Holy Water so gesehen ja Gift, also. Who cares? He's back. Ein wilder yes. Dean. Ich wollte dich gerade anschreiben. Na gut, dann halt nicht. Oh. Ich frage mich, ob ich die drei Fiolen, die ich habe, auch stärker konzentrieren könnte. Vielleicht kannst du die Kamera einfach auslassen. Und das Mikro, oder? Mr. Robert! Ja, ja, er kann, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Morsecode kann er machen. Mit dem grünen Lämpchen. Genau, einmal ein Sprachsignal für ja und zweimal für nein. Oh no. Das ist aber ein langes Ja. Den kannst du uns auch auf WhatsApp schreiben oder so. Oder vielleicht ist ihm sein Handy ins Klo gefallen oder so. Ich bin ins Klo gefallen. Oh. Nein, nicht schon wieder. Ja, falls so wieder die Cam rumspackt und deswegen sein Internet trippt, ist er gar nicht die Cam jetzt so noch auch weglassen. True. Weil letztes Mal glaube ich ja auch so, ne? Dass ohne Cam ging. Ja, das war hauptsächlich, um Datenvolumen zu sparen. Mhm.
Naja. Oh, man hört ihn würfeln. Nein. Oh, brum, oh. Brum, brum. Das war ich, alles gut. Oh, schade. Ihn hat eine Net 1 auf Internet gewürfelt. Hä? Aber sein Modifier ist eine minus 5. Bei einem vierseitigen Würfel. Oh shit, not good. Oh. Beidseitig, da sind wir noch Münze, du Arsch. Dean, wie like, ich würfel auf Internet. Okay, ich bin back. Ja. Rausgeflogen für Mom. Da ist die Braut. It was for the joke. Aber, oh, sein Internet, sein, Dean, haben Sie versucht, Ihr Gerät aus- und wieder anzuschalten? Hm, ich weiß ja nicht. Also das Falcon, richtige WLAN-Passwort. Kasten einmal aus und wieder an. Wer schlechtes Internet hat, liebt Solan. Plötzlich. Naja, vielleicht hat sich auch leider sein Router irgendwie. Vielleicht reicht auch ein Router neu statt. Das bewegt auch manchmal Wunden. Ja, gut, das ist richtig. Weil, wenn sich da irgendwas zerschossen hat und er sich nur einmal neu einwählen muss, um das Problem zu beheben. Die Wunder der Medizin. Jeder das grüne Aufblinken Fluchwort ist. Wie so ein Biepen. Biep, biep. Biep, 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 biep. Oh, das ist der Spaß, die endlich weg. Ja, wer braucht die Teergrube schon? Eieiei. Wenn wir den öfter sauber machen, können wir alles töten. Klastern. Entweder Deals oder töten. Eins von beiden. Passiert. Was? Kein Deal? Deal oder tot? Willst du mir deine Seele verkaufen? Die Alternative ist tot, also überlegst dir. Clever. Halb Deal, halb töten. Töten. Dörten. Ach ja, und Dohin, Cora hat zwei 15er. Heißt, wenn du eine 15 brauchst, wenn du mal würfelst. Sag Bescheid. Okay, das ist cool. Ich hätte gerne 15. Okay, hier. Das Frühstück bestellen. Ja, das Check. Das hat ja der Daniel verkackt. Das wusste er ja nicht. Da, hier. Da, hier. Mit 15, ha! Mit 15 sollten wir eigentlich immer Erfolg haben, solange die Modifier gut genug sind. Eigentlich. Außer irgendwas ja, also, ist die von 22. Ja, eigentlich halt. Ich versuche mal kurz was, einen Moment. Naja, auf meinen wichtigsten Sachen habe ich eigentlich mindestens eine 6, also. Naja. Außer ich muss wieder so eine Scheiße wie History würfeln oder so. Auf Schlagen hast du eine plus 8 sogar, glaube ich, oder? Auf Schlag, du meinst bei Attack? Ja. Nee, Attack, wenn ich mit meinen Klingen habe ich nur plus 7. Ach ja, stimmt, weil Rapier, ja. Rapier benutzt du ja nicht. Das ist sad eigentlich, das solltest du gut verscherben können. Wieso, auf Rapier habe ich keinen, habe ich glaube ich keinen extra Bonus. Nein, du hattest ein plus 2 Rapier, deswegen. Ach so, ja, ja. Yes, yes. Also falls jemand ja, aber ich denke mal, dass das auf Dauer die Dings klingen, aber stärker sind. Auf jeden Fall. Tim probiert was aus. Tschüss, wir verlieren einen nach dem anderen. Naja. Der tut uns jetzt DDoSen. Haben wir alle gleich kein Internet mehr. Das wäre ja gar nicht so cool. Der hackt einfach diesen Discord-Server und alle, die auf diesen Discord-Server sind, verlieren das Internet. Okay, der Router startet neu, das war super. Okay, Router ist am Neustarten, es wird alles gut werden. Perfekt. Woher wisst ihr das? Er hat's geschrieben. Werbeunterbrechung. Aber nicht in die Gruppe. Er hat's in Discord reingeschrieben. In Discord? Ja, Discord habe ich jetzt nicht geguckt. Das dachte ich mir. Ja, ich kann nicht 20 Sachen gleichzeitig auf einem Monitor aufhaben, das funktioniert nicht. Schwach. Kauf einfach 20 Monitor. Ich habe einen Tablet und ich krieg's nicht hin.
Willkommen zurück. Handy? Handy. Ah, das ist Handy-Dean. Oh. Handy. Das ist Handy-Dean. Hallo Handy-Dean. Gut gemacht. Ja, ja. Handy-Dean dreht auf. Wie das Handy die Vibration überträgt. Wie geil ist das denn? Insane. Wo ist Tim jetzt hingegangen? Der hat das Handy gebracht. Ah. I have returned. You have returned. Wie schmeckt das zweite Schnitzel? Das ist sehr gut, dass du... tatsächlich schlechter als das erste. Ah. Alter, würde mich in der Küche beschweren. Ich glaube, es hat nicht mal jemand bemerkt, was sich verändert hat gerade als zuvor. Die Tür ist zu. War vorher auch zu? Nein. T-Shirt. Da ist wieder ein Strich bei der Jacke, der nicht zensiert ist. Das ist echt das T-Shirt? Ja, es war echt das T-Shirt. Oha. Und warum dürfen wir das nicht sehen? Was soll das? Hallo, extra Content. Ja. True. Das war Sub-only. Also. Ja, also beim Donation-Stream 10 Euro Einnahme mache ich das nochmal, aber dann... Bei 20 Euro darf der Zuschauer aussuchen, welches T-Shirt ich anziehe. Bei 20 Euro machen das alle. Das ist übrigens... nicht mehr bei 30 ist jetzt so ohne da, oder? Du darfst nicht mal oben ohne sein. Ja. Was? Auch als Kerl nicht, nein. Finde ich irgendwie frech. It's Gender Equality. Keiner kriegt was. Deswegen gibt ja auch genug Weiber, die immer nur in Unterwäsche gestreamt haben, naja, was sie aber auch nicht mehr dürfen. Aber die machen das jetzt einfach ganz simpel und frech sagen, oh, das ist ein Beach-Stream. Ich habe ein Bikini an und das ist dann wieder erlaubt. Das ist so sinnlos. Also wenn ich sage, dass es ein Beach-Stream ist, weil ich ja eigentlich theoretisch gar nichts dann musst du ein Planschbecken aufbauen. Boah, das kann ich machen. Das streamt einfach im Garten aus mit seinem 3 Kilometer Pool. Ich wollte gerade sagen, da können wir gerne einfach kurz, nämlich kurz den PC und die Kamera mit runter in den Garten, dann gehen wir zu meinem großen Pool. Also er nennt es Pool, aber eigentlich ist es ein See. Also es klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich ist es gerade mal 10 auf 30 Meter. Also das ist gar nicht mal so groß. Was, 10 auf 30 oder 10 auf 40 Meter? Na, so war nie im Leben 40 Meter, Kollege. Ja, gut. Ich möchte jetzt auch nicht übertreiben, deswegen. Also, macht euch ruhig euer eigenes Bild, aber so reich bin ich gar nicht. Also. Wenn ich baden wollen würde, ich habe ein großes Spülbecken im Keller. Das war's. Okay. Tim, warst du da schon mal drin in deinem Planschbecken? Ja, klar. Erst wie oft? Einmal, nachdem was gebaut hat? Nein, ich war zum Flex. Wenn der Nachbar reingeht, gehe ich auch runter, einfach nur mit. nee, tatsächlich war ich erst am Donnerstag, erst gestern drin. Ja gut, gestern war es verdammt warm, sehe ich ein. Aber ich glaube, wenn ich hier einen Pool hätte, ich wäre zu faul, überhaupt runterzugehen, um mich in den Pool zu setzen. Das ist der Punkt, warum ich so selten drinne bin. Aber ich bin drinne. Ich gehe öfters mal rein und es ist halt, wenn du halt in das Nasse, in das... Wasser? In das... tauche in das Wasser ein, das ist angenehm. Gut. Umständlich erklärt, als es sein sollte. Let's go. Twitch-gerecht erklärt. Danke. Jetzt haben wir weder Handy noch PC-Dean. Ja. Ist auch. Finde ich schlecht. Great. Taschenrechner-Dean. Taschenrechner-Dean. Nachbar-Dean. Taschenrechner-Dean. Nachbar-Dean, bist du's? Okay. It's looking sad. Yes. Oh shit, not good. Oh shit, not good. Also wenn. Okay. Aber nur in 2 FPS. Ich bin da. Ich kann ihn hören. Er ist da. Kann ich auch hören. Ja. Er kann ihn hören. He's back. We got him back. Das war's für die heutige Session. Danke fürs Zuschauen, Leute. We lit. He's back. Also, Nathaniel, du bist tot. Nein. Oh nein. Ich hab mich schon gefreut. Mein
Nur Amos ist doch vergleichbar. Ich hab nur irgendwas mit meinem Videoaufnahme verstanden. Oh, scheiße, wirklich? Ja, der, aber ja, oh, scheiße, wirklich, komm durch, toll. Aber das ist so clean durch. Das ist so göttlich. Ich höre euch gut. Jetzt geht's gerade. Jetzt geht's auch wieder. Also. Ja. Meine Videoaufnahme ist gespawnt. Meine Aufnahme ist gesponsert von Deutscher Glasfaser. Deutscher Glasfaser. Hm. Deutscher Glasfaser. Das war wieder so geil. Der ist auf Fluch. Das ist klar, dass der also und dann wieder nix. Ja. So wie sich's gehört. Nein, aber gesponsert bei Deutscher Glasfaser, ja. Hallo. Oh, hört ihr mich? Gut? Ja, jetzt gerade geht's. Dean, bist du's? Nee, das ist die Kiste. Ja, hallo. Aber es wirkt, als ob es sich jetzt stabilisiert hätte. Ja. Roll 20 startet jetzt auch. Oh. Okay, machen wir weiter. Versuchen wir wieder weiterzumachen? Ja, wir können, glaube ich, try weiterzumachen. Another one. Ja, das ist mir gefallen vorher. Stellt euch vor, in echt leckt es nie. Ja. Finde ich kacke. Lecks machen den Stream erst. Ich hab irgendwie von 3326. Dann ist das halt lustig. 3000 geht ja eigentlich noch. Oh, ne, jetzt habe ich 56. Jetzt geht's wieder. Alter, ist ja fast so gut wie meiner mit 42. Ha? So, warten 42, wir jetzt. Was, 42 Gummibären? Mein Ping 42. Nee, jetzt 4000. Alter, 4000, let's go. Hast du vielleicht noch irgendeinen Download an von irgendwas, was ich selbst gestartet hat? Steam? Irgendwas? Schwulen HD-Pornos? World of Warship, wait. Oh, dieses Grinsen, dieses eingefrorene Grinsen. Schnell, bleib schon. Schnell. Wie die denn? Ich wollte doch die Bilder davon machen. So voll ertappt, so. Ich stimme bei Porno. Wohin, Porn? Ich hoffe, das Video wird nicht runtergenommen oder so. Wohin? Ich weiß nicht. Wohin, OnlyFans? Für den Erhalt der Menschheit. Ei, ist das sad. Ich glaube, ich würfel noch mal. Ich würfel mal auf dieses Internet. Einen Moment. Ich würfel mal auf meine Sanity. Tick, ich habe eine 1 gewürfelt. Dienstinternet ist eine 1. Du hast aber die 1 gewürfelt. Das hast also das bestmögliche Ergebnis gewürfelt. Das ist richtig. Das bestmögliche vom Schlechten. Aber es funktioniert nicht. Das ist eine Net 20 und Net 1 at once. Also eine 10. Ja. Okay. Magische Miesmuschel verraten mir Nathaniels Internet. Ah, eine 3. Okay. Das mal ist akkurat, ja. Ach ja, gestern habe ich ein Doppel-20 gewürfelt, das war schön. Das war gestern. D&D. Du hast gestern D&D gespielt? Ja. Deswegen warst du dir zu fein mit zu antworten, ich sehe schon. Hab ich erst später mitbekommen, so gegen 2 Uhr nachts. Da war ich immer noch wach. Ja, die letzte Nachricht habe ich mitbekommen, aber da dachte ich. Muss man auf Nature würfeln, weil Informatik gibt's ja nicht, ne? Aber Performance. Ah ja, stimmt, Performance passt eigentlich. Kann ich. Ich hab jetzt die 15 schon, ja, also bitte. Ich würde Dean gerne die 15 geben, geht das? Ich würde ihm auch gerne die 15 geben. Nee. Ich weiß nicht. Bam! Alter! Let's. Was performst du denn? Ich sehe schon, da machst du einen Kartentrick, wo ich erst denke, die Karten fliegen runter, aber im selben Moment hast du einfach deinen Fuß unten, mit dem du die Karte wieder hochtrittst. In dem Moment habe ich dir all dein Gold abgeknüpft. Nice. Glückwunsch, du hast 0 Gold mehr. Nein. Stimmt, vor allem, du sagst, ich habe ja auch kein Gold, ich habe nur Platin. Nein, ich habe sie. Nice. That moment when you realize you don't have money. But still you're rich. Ja, ein bisschen hab ich noch, also. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um mein
Zeichentempel anzuschmeißen. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Aber zuvor, kurze Werbung von Raid Shadow Legends. Oh no, please no. Hast du dich jemals gefragt, was du tun sollst, wenn du gerade in der D&D-Session steckst? Oh, hallo! Und Nathaniel nicht zurückkehrt. Oh, hi! Hallo. Hä? Komplett verwirrt. Er sitzt auch immer woanders im Zimmer und so. Ja, ja. Schaut, er hat was falsch gemacht wahrscheinlich, oder? Nein, ich habe gerade meinen Laptop endlich nach Update zu Ende gestartet, dass ich Discord auf über mein Handy-Hotspot wieder mal machen kann. Und jetzt geht es! Ja, ja, und es war sogar sehr flüssig. Ja. Es fühlt sich an, als wärst du direkt vor uns. Leider, ja. Ja, ja, das ist alles Solans Schuld, der ärgert Dean. Dann sollten wir jetzt ganz schnell weitermachen. Ja, bevor es wieder explodiert. Und wir müssen jetzt Ketchup. Also, Ketchup machen. Fucking Zoin. Was? So ein Sack. Das ist so beleidigt, weil das ein Grafiktablett nicht rausholen kann. War der falsche Knopf. Ich hoffe, das Schnitzel rutscht dir in das falsche Loch. Nase. Lecker. Also vorhin, als ich kurz drin war, höre ich einfach gestottert und plötzlich höre ich schwulen Porno. So. Was? Das war ein Dohi in deinem Gesicht so. Das war ich. Begeistert. Wir haben nur überlegt und theorisiert, was du vielleicht runterlädst, dass das Internet so spackt. Aber guck mal, da hat mein Performance wofür was gebracht. Ich dachte, deutsche Glasfaser war so, hey, lass uns mal gegen den Glasfaserkabel treten. Mal sehen, was passiert. Die sind auf der Leitung mit dem Hammer. Boink! Boink! Oh nein, das klingt ja. Das ist wie so ein Wasserhahn. Oh. Machen so einen Fuß drauf und raus. Die Angst, diese Angstzustände, wenn es kurz spackt. Okay. Ich spack ganz kurz mal, es war still, ich war da oben. Ich war einfach nur, um Dean zu ärgern, einfach nach vorne mal stillhalten sollen, so. Tut nur so. Ich sehe Tims Finger wackeln. Das war kein Finger. Du. Ich hab doch nichts dran. Gott. Heute ist keine gute Session. Okay, ich würde gerne einen Fireball auf alle werfen. Danke. Ich auch. Hier. Mutter. So, okay, hast die Zimmertür noch nicht aufgemacht. Machst du Mutter-Move? Ich muss die Tür nicht aufmachen. Ich werfe einfach durch die Tür durch. Was habe ich verpasst? Gar nichts. Wir haben ja, auf dich gewartet. Ich tritt die Tür ein. Also, es ist wie üblich 12 Uhr Mittag, wo ihr alle aufsteht. Na, Gott. Das kommt mir bekannt vor, Noel. Es ist 12 Uhr Nachmittag, wenn Dohin aufsteht. Ja, ja. Aber Wardrick ist ja schon lange wach. Also. Ja. Richtig. Wenn du nicht die Kontrolle über den Körper hast, aber aufstehen willst, steh auf. Hetzack, ich bin beim Kartenspiel komplett ausgenommen, aber. Ob ihr wirklich um Geld gespielt habt? Ist eure Sache. Um dann Drinks haben wir gespielt. Wir um Drinks. Proficient in Card Game. Ah, du auch? Ich glaube, jeder ist Proficient in Card Game. Ich glaube, nur du ja nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich wollte sagen. Okay. Ich gehe einfach davon aus, dass alle Talente haben, die ich nicht habe. Aber gemeinsame Talente. Krass. Also, was macht ihr morgens? Cora würde tatsächlich. Ja, mach du es. Ich wollte sagen, sobald du dir aufwachst, ist, würde ich mir denken, erstmal dann halt runter frühstücken. Ne? Ach, als ich das gesagt habe, war ich der Arsch, weil ich dachte, bei dir gibt es kein Frühstück. Ja, nur der würde auch aufstehen und frühstücken gehen. Dann gehen wir runter. Ich würde dich noch fragen beim Runtergehen, so. Es reicht. It's enough. It's enough. Just die already. Hast du mir jetzt feucht ins Ohr gekeucht? Also pass auf, ich würde fragen, hast du schon eine Ahnung, welches Ziel wir als nächstes ansteuern? Hier in dieser Stadt gibt es jetzt nichts mehr zu holen für uns. Das fragst du wahrscheinlich eher Lucia, oder?
fragst du in die Runde von uns dreien, weil ja kein anderer da ist. Ich würde mit den Schultern zucken. Ich kenne mich hier nicht aus, aber auf dieser Insel gibt es ja nur noch eine weitere Großstadt, oder? Ei. Dann gehen wir da nicht hin. Chaos-Theorie. Ich glaube, so funktioniert die nicht. Na gut. Ich würde gerne Initiative rollen, um zu gucken, wer als erstes unten ist. Mach das gerne. Ich darf mit ihr Advantage würfeln. Oh. Du bist nicht zuerst unten. Nein. Nur der ist sehr hungrig. Der liegt doch im Bett. Hat sich in so wie sein Internet. Speedy bee, speedy go. Ja, Ludea ist einfach unten. Da setze ich gerade den ersten Fuß auf den Gang raus. Weißt du, ich drehe mich nochmal kurz um, gucke, ob ich meinen Flachmann eingesteckt habe, drehe mich um, Ludea weg. Das ist mein Internet. Das ist von meinem Internet. Drei Minus. Als ihr unten ankommt, seht ihr, wie ja der Goblin da sitzt und mit ein paar Leuten Karten spielt. Er scheint die abzuziehen und sich ja schon größere Haufen an ja Goldmünzen einzustecken von den Gewinnen. Sonst Elama macht halt ihre Arbeit, schaut, wer was braucht, und als sie euch sieht, geht sie auch auf euch zu. Hallo, kann ich euch ein Frühstück anbieten? Gerne. Gerne ein Frühstück für 5 Leute. Kommt sofort. Das Buffet. Ist das im Preis mit drin? Ansonsten würde nur der das ausgeben. Bitte kein Fisch. Ihr Leute. Bitte kein Fisch. Sie sagt, das wären 2 Gold. Oh. Nur der in die Hand. Okay. Wenn das Essen teurer ist als ein Zimmer. Nach einer Weile kommt sie wieder zurück, bringt euch es wieder und ja. Ich hoffe, die Nacht war angenehm in meinem Zimmer. Durchaus, ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Danke. Das Zimmer war sehr schön, aber viel schlafen konnte ich nicht. Und wenn alle am Tisch sind, würde nur der jeden 6 Good Berries in die Hand drücken. Carl wäre tatsächlich noch nicht da, die wären noch in ihrem Zimmer, weil die keiner geholt haben. Weil die keiner geholt hat. Die sitzt da, bald kommen sie, die haben mich garantiert nicht vergessen. Nein, das hat einen anderen Grund, weil sie hat ja von nur der ein kleines Geschenk bekommen. Die schaut sich die Schriftrollen an. Sehe schon, wir gehen einfach weiter, weil wir dich vergessen und du bemerkst es gar nicht. Cora braucht euch nicht, sie hat die Schriftrollen. Cora, ist deine Entscheidung, du kannst dir eine Schriftrolle anschauen. Oder du bleibst also halt mehrere Stunden da. Es wird sich eine rausgreifen. Wie viele sind 5, 6 und 7, ne? Genau. Ja, 5, 6, 7, welche du dir anschauen möchtest, ist deine Entscheidung. Also, die würde eine Level 7er rausziehen, zufällig. Wurde Franken. Ich hab gewürfelt. Ja, ich auch. Jetzt kommt der Level 7er Vicious Mockery. Geht immer noch nicht. Aber es wäre cool. Psychic Scream Level 9 lässt einfach deinen Kopf explodieren. Crown of Madness Level 9. Oh, Jesus. Das klingt cool. Crown of Madness Level 9 macht dich so wahnsinnig, dass du in eine Call of Cthulhu-Kampagne reingeteleportiert hast. Ich glaube, dass er Crown of Madness sagt, glaube ich, nur aus, wie viele Leute du dann
damit an, also verrückt machen kannst. Ich hab Crow, das, ich kann es nachgucken. Ah, never mind, es hat keinen Upcast. Es ist einfach auf Level 2 genauso gut wie auf Level 20. Cora? Ja. Deine Entscheidung 1 oder 2? 2. Okay. Immer 2. Immer 2, ohne zu zögern. Findest den Spell. Magic Missile. Magic Missile Level 7. Magic Missile Level 7 bestimmen wir hier. Ja. Kick mir Cast Shield. Oh. Du findest eine, oder erkennst eine Mirage Arcane. Spell Scroll. Interesting. Interesting. Ist er denn auch noch auf sein Zimmer? Hi, ich bin unten. War nur eine Frage. Das Einzige, was ich esse, ist die Good Berry. Hast du die Good Berry gegessen? Dann bekommst du 6 HP. Nein, das ist eine Solan Good Berry. It's a trap! Er spuckt sie wieder aus. Wir fällen jetzt als Bulimie ein. Aber hast du vergessen, du hast Alzheimer-Bulimie? Aber ich hab doch schon voll Leben. Also das Temporary Points. Nee, Temporary sind's nicht. Ah, okay. Wow, this does nothing. Wow, that's... Aber auch für die anderen, die Good Berries sind halt plus 6. Was hat Tim gemacht? Da ist wieder was ins Zimmer gekommen. Und da macht er mal die Cam aus. Das ist aber ganz schnell. So Vampire, so. Okay. Cora, hast du dir aufgeschrieben? Naja. Gut. Der Rest, Elama, also die Firbolg, die die Taverne leitet, kommt zu euch an den Tisch und gibt dir, nur dir, 2 Gold in die Hand. Sie sagt, das Essen geht auf den Kobold, auf den Goblin. Ist ja eigentlich schon so, dass er... Das vielen Dank. Nur der würde einmal rüberrufen. Vielen Dank, lieber Goblin. Ich glaube, wir haben nicht nach seinem Namen gefragt. Nein, es ist ein Goblin, ja. Doch, Goblin? Doch, Goblin, ja. Nicht nach dem Namen gefragt, das stimmt. Moment. Uff, wo habe ich denn aufgeschrieben? Der Goblin kommt aber dann auf euch zu. Bisschen hämisch am Grinsen. Ja? Ich guck den mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Er streckt seine Hand aus und sagt: Mein Name ist Jaxi. Und aha. Er schaut dich an, Lucia. Bisschen stolz. Und er sagt: Darf ich Ihnen ein Angebot machen, Lucia Monfair? Und worum soll's gehen? Um Geld. Geld. Eine Runde Goblin im Grab. Da wäre jetzt was rausgerutscht. Wir spielen eine Runde Goblin im Grab um einen Preis, den Sie festmachen können. Und der Gewinner kriegt alles. Ah, Gamble. Eure Freunde oder so viele eurer Freunde wie möchten, dürfen gerne mitspielen. Das ist so der gleiche Goblin, der... Der bescheißt doch.
Das ist doch der gleiche Goblin, der uns Sacken angestellt hat, richtig? Nein. Mit, also, ja, ja, der schon. Der später weggelaufen ist. Ja. Als er meinen Namen gehört hat. Der scheint sehr chillig zu sein für... Ja, mein Kumpel fehlt immer noch. Poker. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Warte, der war ja ein Bart. Das heißt, er kommt vier. Sind vier. Wie viel habt ihr? Also, an mir zum Verspielen hätte ich nur 120 Platinumstücke. Ach, nur. Wie wär's, wenn wir ihn einfach verprügeln und das Geld so nehmen? Das sage ich nicht. Ich halte das gut. Cora ist eh nicht da. Hätte er jetzt gesagt 120 Gold, hätte ich gesagt, dafür stehe ich noch nicht mal vom Stuhl auf. Jetzt kommt Lucia all in. Oh shit. Ihr könnt mich erholen, dann kann ich euch eine 15 geben. Dann bin ich der Letzte, der das aber macht. Das glaube ich. Seid alle meine Feinde. Wir sitzen noch nicht lange am Tisch, also für uns noch nicht verdächtig, naja, dass Cora fehlt. Nur Lucia und Dohin arbeiten nicht mit den Göttern zusammen. Ich wollte das ja ansprechen mit Cora, aber dann kam ja dieser komische Goblin angestiefelt. Er sagt, das Angebot steht, aber erstmal einen guten Appetit und einen schönen Morgen euch noch. Und er geht wieder zu seinem Tisch. Der weiß, der immer diese Störenfriede beim Essen. Ey, das ist die Strategie. Wir spielen das Kartenspiel gegen ihn und mittendrin, so gerade wenn er so richtig nachdenken muss, sag ich, jo, dein Kumpel ist tot. Oh no. Wo ist eigentlich die Kleine? Die Kleine? Ich meine Cora. Ah. Wir haben sonst so eine kleine. Wir haben nur eine kleine in der Gruppe. Ich bin normal groß für den Hafling. Ich habe ihr gestern eine Kleinigkeit gegeben. Wahrscheinlich deckt sie mit ihren Nasen. Wieder in ihren Büchern. Also wenn wir aufbrechen und sie nicht da ist, dann kann ich auch nicht helfen. Dann gehe ich sie mal holen. Und weiß nur der, wo sie schläft? Wahrscheinlich nicht, wa? Sie hat gesagt, wo das Zimmer war. Ach stimmt, meinst du ja. Dann klopft's an deiner Tür. Ja, herein. Cora, guten Morgen. Wir wollten dich zum Frühstück holen. Entschuldigt, ich war etwas beschäftigt. Nur der würde in sich reingrinsen, weil sie wahrscheinlich sehr genau weiß, worum es geht. Und du kannst es genau sehen. Ich wollte nur Bescheid sagen und nur der würde wieder runtergehen. Warte, ich komme mit. Stoßen wir zu den anderen. Okay. Es dauert eine Weile, die ganzen Schriftrollen zu analysieren, aber eine habe ich schon geknackt, kann man so sagen. Was ist das denn für ein Spiel? Der Schriftrolle ist es möglich, einen starken Illusionszauber zu zaubern. Für 10 Tage kannst du damit das Aussehen der Landschaft verändern. Zum Beispiel kannst du aus einer Wüste einen Sumpf machen oder einen Wald. Ist das dann aber auch wirklich ein Sumpf oder sieht das nur so aus wie ein Sumpf? True Sight ist das Einzige, was es erkennt. Ja, also es fühlt sich so an, es riecht so, also es ist eigentlich ein Wald. Es kommt einem echt vor, so. Ja, ja. Ja. Aber wenn du zum Beispiel machst zum Beispiel einen See. Und du bist aber in der Wüste, dann ist das kein Wasser, das da plötzlich ist. Das ist eine gute Frage. Rule of Cool. Delusion. Du kriegst so ein See und der kommt so ein Sandrum an dir vorbei. Woran ist einfach die ganze Wüste in einen Ozean einfach zu bauen? Nicht eine ganze Wüste, nur ein Meilenradius.
Das siehst du, wenn du das Wasser trinkst, trinkst du dann eigentlich Sand? Ich stelle mir einfach vor, dass es an so einem Viereck Wassereimer in der Wüste. Ja, ich, das ist ein Minecraft-Junk einfach. So einfach mit Wüste im nächsten Schneegebiet. Okay. Let's go. Damit können wir bestimmt was anfangen. Ich weiß auch nicht genau was, aber uns fällt schon was ein. Lucia? Ja. Das Kartenspiel, was gespielt wird, ist eins, was du tatsächlich kennst. Es heißt Goblin im Grab und funktioniert ja relativ einfach. Jeder bekommt am Anfang der Runde 5 Karten. Die Karten sind zufällig von 1 bis 5. Von 1 Goblin bis 5 Goblins. Das Ziel des Spieles ist es, den 24. Goblin draufzulegen auf den Kartenstapel. Kommt dir bekannt vor. Wenn du das schaffst, hast du gewonnen. Leute sind dran gegen den Uhrzeigersinn, einer nach dem anderen. Es fängt die Person an, auf die alle mit dem Finger zeigen. Wenn auf jede Person nur ein Finger gezeigt wird, fängt die Person an, die am meisten aussieht wie ein dünner, kleiner Goblin. Ah, okay. Und so geht das Spiel weiter. Wenn du nicht die 24. Karte legst, dann wird das der Preispool verteilt unter den Gewinnern, also unter mehreren. Aber wenn du den 24. drauflegst, kriegst du alles, was gesetzt wurde. Dürfen wir im Preispool legen, was wir wollen? Ja, aber es gibt ein Minimum. Okay, und der wäre? Ein Minimum von 20 Gold. Ich mach mit. Korra eingelegt. Ich bin mehr wert. Wir stecken Gold. Alle anderen einen Haufen Geld. Deswegen kann man dich ja reinlegen. Also man muss dann 24 warten oder auf welche Zahl? Du musst den 24. legen. Okay. Und da hat man gewonnen. Dann hast du alles gewonnen, ja. Und Gleichstand ist es, wenn einer überzieht? Wenn du drüber legst, ja. Dann wird der Pott zwischen allen anderen aufgeteilt. Ja. Achso, alle anderen. Ja, wenn du vorliegst, du verkackst ja dann, du kriegst nichts. Und man hat nur eins bis fünf. Es sind random Karten. Es gibt 1 bis 5. Was du bekommst, würfelst du aus. Weil die Karten werden ja ausgeteilt. Let's go. 20 Gold. Okay, wer will Glücksspiel machen? I guess. Das wäre nicht nur ders. Oh, also wie viel muss ich jetzt, wenn jetzt einer jetzt eine 4 legt und der andere dann eine 5, dann sind das quasi dann schon 9 oder was. Und so muss man 24. Und dann geht es weiter und weiter und weiter, genau. Aber du musst immer eine Karte spielen. Man muss immer. Das ist random. Von 1 bis 5. Dohin weißt, macht auch mit. 20 Gold sind abgezogen. Also es ist Minimum von 20 Gold. Ihr könnt auch mehr legen. Ich würde aber beobachten, dass Sally hat keine Kohle. Ich will nur das Minimum reinlegen, dass wenn es überzogen wird, dass ich einen fetten Anteil bekomme. Aber es müssen ja dann wahrscheinlich alle gleich für reinwerfen. Ich wollte gerade sagen, also wenn aber einer erhöht, dann müssen eigentlich alle anderen auch mitziehen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Der legt einfach alle 120.000 Gold. Also das Geld wird nicht so aufgeteilt, dass du wirklich Profit draus schlagen könntest, wenn jemand überzieht. Das Spiel ist so geplant, dass... Also das Spiel ist geplant, entweder kriegt einer oder zwei Leute das Geld. Es wird dann aufgeteilt auf zwei, wenn es überzogen wird. Ja, aber so gesehen ist das ja voll, weiß ich nicht, wenn einer nur 20 Gold setzt, aber alle anderen meinetwegen 500 Gold, dann hat ja der mit den 20 Gold ja voll den Schnapper gemacht, wenn er was kriegt. Deswegen ist ja voll. Kriegt nicht jeder was, genau. Das ist ja nun gleich schon, das heißt, der mit 20 Gold kann alles kriegen. Also die, die mitspielen, ihr könnt gerne 5 D5 würfeln. Wir müssen das eigentlich heimlich machen, oder? Ich sollte wissen, dass ihr nicht cheatet, so. Also ihr könnt es, Warte, ich mache, Wir machen Whisper nochmal einen DM-Wurf. Slash GM Roll. Slash GM Roll. 5D5. Genau. Wieso sehe ich die Würfel nicht? Ach, jetzt halt. Die
sind eure Karten. Ranzig. Go, einfach 5-5 gezogen. Easy win. Alter, nein, das wäre kein easy win. Natürlich nicht. Das wäre das Schlimmste, was du ziehen kannst. Ja. Genau wie aber 5-1 wären auch scheiße. Okay. 5-1 sind natürlich besser. Nur der Cora, ja, ihr spielt nicht mit? Nö. Du kannst nicht überziehen. Okay, dann spielen... Nur der würde genau beobachten. Naja, okay. Cora auch. Cora nur der Würfel nicht, auf aber... Perception für... Ja. Goblin. Das gesamte Spiel. Nein, nein, Goblin. Und dann seid... fängt es an. Beim Goblin. Moment. Natürlich. Wer legt wie viel? Dohin? 20? 20. Nathaniel auch 20? 20. Lucia auch? Ja. Der Goblin schaut euch... Wir können ja leider auch noch eine Runde spielen. Das ist eine Testrunde. Bisschen enttäuscht an. Der Paladin ist leider knapp. Und legt 40 rein, damit es auf 100 kommt. Besser ist es. Goblin. Okay. Dann könnt ihr alle auf jemanden mit einem Finger zeigen. Auf wen zeigt ihr? Dahin. Ich weiß nicht, das, wer da ist bei dir. Das ist Cora. Ich zeig auf Cora. Nein, aber ich will kurz. Nicht mit. Ich zeig auf Lucia. Der Goblin zeigt auch auf Lucia. Ich zeig auf den Kopf. Nein, ich zeig auf Lucia. Ihr sitzt, so, wenn Lucia... Ich zeig nirgendwo mehr hin, weil ich schon verloren habe hier. Ey. Okay. Lucia, wenn du anfängst, dann geht das so rum, wie es bei mir im Dings ist, weil so kann ich das besser beobachten. Also das wäre Lucia, Nathaniel, der Goblin, Dohin. Und wieder Lucia, Nathaniel, Goblin, Dohin. Finde ich gar nicht mal so geil. Okay, können wir das so sagen, Gesamtergebnis einfach sagen, im Chat schreiben? Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich lege eine 3 hin, du ihn legt eine 4, dann schreibt er einfach 7 rein. Also. Easy. Okay. Ja. Ist denke ich mal. Du legst deine 2. Moment, ich muss noch kurz... Ich brauche die Reihenfolge. Ich mach schon. Als nächstes dran. Also jetzt ist El Goblin, dann bist du... Genau. Ja, Lucia, Nathaniel. Der Spanier. Okay, du tust eine 5 drauf. Der Goblin tut auch eine 5 drauf. Ja. Okay, das ist jetzt der Moment, wo ich entscheiden muss. Nehme ich die 3? Oder die 3 oder die 3 oder die 3? Nur 3. Lucia. Eigentlich ist ja die Strategie, dass man beim Goblin, wenn er dran ist, dass er nicht innerhalb von 5 Abstand vom Ziel ist. Der schummelt eh. Das ist ein Goblin. Ist ein Goblin. Warte, ich bin dran? Ja. Ach, warte, warte. Ja. Wissen wir aber 5. Das habe ich mit Absicht gemacht. Hattest du noch eine 5? Ja, ich hatte 2 Fünfen. Hast du mit Absicht... du wusstest nicht, dass er eine 5 hat, oder? Ich hab mir gedacht, dass er eine 5 hat. Okay. Nathaniel, du bekommst 100 Gold. Ich vermisse meine 20 Gold. Der Goblin grinst euch an und verdreifacht seinen Pool. Also 300? Nein, er stellt 120 Gold. Er sagt, ich verdreifache aber nur, wenn ihr auch verdreifacht. Wie wäre es, wenn ihr verzehnfacht? Ich leg 200 Gold hin. Ich leg auch. Ich leg Glücksspiel. Ich leg 60 Gold hin. Wach. Okay, ja, also 200 plus... Na gut, doch, du hast deinen ja verdreifacht. Ja. 60 plus 120. Dohin? Jetzt hab ich nasse Pfoten bekommen und gehe auch wieder auf 60. Ja. Achso, warte, wir müssen nochmal rollen. Ihr müsst nochmal rollen, ja. Ich auch. Hey, roll. Vielleicht krieg ich diesmal keine 5 Dreien. Du hast wirklich 5 Dreien bekommen? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Lucia, krass. 1, 2, 3, 4, 5 ist einfach win. Naja, aber das bringt einen ja nichts, ne? Naja, nicht unbedingt. So. Boah, würfel ich mit mir Scheiße. Meins kann ich gut arbeiten. Der Pool ist bei 440. Sexy. Okay. Ja, aber wir bleiben gleich, richtig? Nein, ihr dürft wieder auf jemanden zeigen.
Aber dann geht's weiter. Also wenn zum Beispiel ich genau. anfange, dann ist Jaxi dohin. Ist ja okay. Genau. Ich zeig auf Nathaniel. Er zeigt auch auf Nathaniel. Goddammit. Oh, ich will auf Lucia zeigen, scheiße. 2-2, ha. 2-2. Der fängt der an, der mehr aussieht wie ein kleiner, dünner Goblin. Und der Goblin schaut ein bisschen mies zu Lucia. Oh. Wieso muss ich immer anfangen? Ihr Schweine. Die haben auf sich gezeigt. Ach, ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass Lucia ihn tötet. Ja, ich auch. Ich meine, sie sieht mehr aus wie ein Goblin als ein Nathaniel. Warte, wie viel ist im Topf eigentlich jetzt drin? 440 Gold. 460. 40, oder? Ja. Moneten. Auf jeden Fall nehme ich meine Karte. Okay. Oh, drei, Nathaniel, du bist dran. Ich bin nach dem Charakter-Redesign sieht Nathaniel schon ein bisschen mehr aus wie ein Goblin. Oh, eine 1. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich gehe auf die 10, Anna. Hä, keine 3? Nee, diesmal sind es 5-2 hin. Das wäre gut, das wäre gut. Sie denken, diese Geschichte ist ausgedacht. Bin ich jetzt wieder dran, ne? Ja. Ja. Hm. Oh, nee. Warte. Nein, du siehst es nicht. Der Felsen ist jetzt nicht so lang. Get fucked, Goblin. Also, actually, ist das sogar eigentlich Lucias Taktik die ganze Zeit. Hauptsache, den scheiß Goblin die ganze Zeit Gold aus der Tasche ja. zu ziehen. Ja. Ich und Lucia sind also gleich an. Jetzt kommt er so an. Eine 6. Alle 6. Ja, smart. Oh no. Der hat. 5, ja? Der doch. Dohin, du bekommst das alles. Ja, Gold. Weißt du, wie viel noch? Jetzt habe ich. Hat nicht Dohin 440 gesehen? Mehr waren es, richtig? Genau. Gut. Wenn du dir vorher die 60 abgezogen hast, ja. Ja. Macht Sinn. Math. Math? Math, Mathe. Noch eine Runde oder was? Oder hast du kein Gold mehr, hä? Der Goblin sagt, Platin. Ich hab noch. Warte mal, jetzt ist mal kurz rechnen. Der hat jetzt gerade einmal. Also ich habe noch 160 Gold. Der Goblin hat auch noch viel. Der hat jetzt 160 Gold schon hingelegt. Der hatte 160 Platin dabei. 120 also Platin. 120. Ach shit, na der ist ja pleite, der arme Sack. Was? Bald. Der hat ja, noch über 1000 Gold. Na, nee. Ich will. 120 Platin ist auch 1200. Der hat ja, schon. Er hat erst 160 hingelegt. Er hat in der ersten Runde 20, dann hat er. Nein, die erste 40, nee, 20, 40. Die zweite 120. Ach ja, okay, dann, ja klar. Dann hat er noch. Über 1000. 1040. Ja. Geh mal für die 1040 oder was, Leute? Oh, 160. Du willst nochmal. Dein ganzes Geld. Dein ganzes Geld? Okay. Ich hab noch 8 Gold. Warte, komm, wollen wir es richtig ekelhaft machen? 168 Gold, 7 Silber und 65 Kupfer. In der nächsten Runde verspielst du deine Magic Items. Ich seh's schon. Ich hab's überlevel ins Hingestellt. Ich komm so mit richtig fetten Kommazeit an die so, was bist du? Ich bin Level. Der Goblin sagt: Das ist alles, was du hast? Ja, jetzt kommt so, ich lege die 24. Er rundet okay. auf die 400. Mit den zwei Einsätzen. Hey, hey. Wer will mitmachen? Komm, ihr müsst beide mitmachen. Ich knall 300 Gold auf den Tisch. Okay, es geht um 700 Gold. Wohin? Also 700 ist echt eine Kackzahl, ne? Ja, schon. Ich leg 140. Was ist los mit dir? Der Goblin sagt, mit der kleinsten Wette einsteigen ist sehr peinlich. Ja. Finden Sie und nicht? Dann, nee, warte. Und dann lege ich die Coin of all or nothing noch. Wait a second. 30 Gold sind, 30 Platin sind 300 Gold, richtig? Richtig. Das ist korrekt. Weil dann lege ich 30 Platin. Dann sind wir bei 1000 Gold. Herzlich willkommen bei Glücksspiel.
Ich habe eine Frage. Könnte ich die Coin auf All or Nothing werfen, um automatisch zu gewinnen? Nein, nein, das nicht. Damit. That's not how it works. Ich will so hart cheaten. Gewinne. Ich weiß ja nicht. Ich leg so eine 24 auf den Tisch. Ne? So, ah, okay, ja, das ist eine klassische Karte. Ihr müsst jetzt mir wieder eure Zahlen geben. Ich hab Angst. Nein. Denkt ihr nicht, dass es etwas viel Gold ist, um das ihr das spielt? Oh, fuck. Oh, nein! Nein! Warum? Warum okay. Bei diesem Spiel? Ihr könnt wieder entscheiden, wer anfängt. Darf ich beim nächsten Mal zuerst ziehen? Der Goblin zeigt auf Dohin. Ich zeig auf Lucia. Ich zeig auf Nathaniel. Na komm schon. Ich zeig auf den Goblin. Warum soll ich immer anfangen? Hat Alter? Jeder auf jemand anderen gezeigt? Ja. Ja. Dann fängt der Goblin an. Ja, der Goblin sieht am meisten aus wie ein Goblin. Also, was? Ja. Okay. Nach dem Goblin ist Dohin dran. Ich mag das Spiel nicht. Wieso? Hast du das in 5? Nee. Nein! Ah, 5-3 und let's go! Ja! Also so gehört sich als letztes, ist das richtig? Mhm. Jetzt bist du dran. Was? Nein, nach Dohin ist Lucia drin. Achso, warte, okay, dann ist es noch 6. Ja, dann ist 6 grad, Lucia, du bist dran. Nee, du kannst die 11 stehen lassen. Okay. Okay. Nice. Mach mal eine 16 draus, lol. Vergesst nicht, dass ihr eure Zahlen natürlich verliert, die ihr einmal ausspielt. Ja, das heißt. Ja, macht Sinn, ja. Nathaniel? Don't worry, I've got still 4 of them. Das ist, fuck, das ist voll dumm. Okay. Mag den Goblin nicht. Jaxi ist dran. Ja, der Goblin müsste dran sein, ne? Ja. Yeah. Wir fucken diesen Goblin richtig ab. Eigentlich recht Bullshit, das Spiel, dass wir als Team arbeiten. Allein. Naja, was heißt als Team arbeiten? Es ist eher so ein... Ich bin dran, hä? Mhm. Du wärst dran. Naja, Nathaniel, du hast dein ganzes Zeug an Dohin. Dohin, du bekommst 1000 Gold. Wir sind eine Gruppe, aber... Das heißt, Dohin gibt mir mein Geld. Auf einmal. Warte, was? Jetzt auf einmal. Jetzt seid ihr alle Freunde jetzt plötzlich wieder. Der Einzige, der Dohins Geld bekommt, ist Cor. Das ist richtig. Das ist traurig. Nur der bekommt Roderick's Geld. Also der letzte Wurf war schon frech. 4-3 in eine 4. Beim ersten Wurf nicht 4-3 in eine 2. Du weißt, wie meine Hand aussah? 5-5-5-2-1. Ich hätte lieber einmal eine 5 oder 1 drin, als 4 mal die 3. Du hast gewonnen. Ja, danke schön. Jaxi sagt, naja, ich glaube, ich gehe woanders den Rest meines Geldes verspielen. Ich kaufe sein Deck ab für eine Goldmünze. Du willst sein Deck haben? Oh, wie viel Gold hatte der Kobold oder Goblins insgesamt gesetzt? Ungefähr. Moment, 240. Ungefähr 400. Insgesamt. Ich spare dieses Deck auch für die ultimative Schlacht einfach gegen Algolith. Wir verspielen unsere Seelen. Das kannst du gerne alleine machen. Game of Wits. So gesehen hat ja die kompletten Gewinne ja Dohin in der Tasche, ne? Ja. Ich habe nur 2 Runden gewonnen. Ja, aber du hast so gesehen trotzdem alle Gewinne in der Tasche. Weil Nathaniel ist bei 0. Der hat ja nichts mehr. Und Lucia hat ja auch alles verloren, was sie gesetzt hat. Genauso wie Jaxi. Eben, die ganzen Gewinne sind jetzt bei dir in der Tasche. Ich stehe auf und verlasse die Gruppe. Ich mache jetzt ein schönes Leben. Ich leg meine Hand auf deine Schulter und sag so, ich krieg da noch ein bisschen was von dir wieder, ne? Es war ja Teamarbeit, den Goblin auszunehmen, nehme ich mal an. Ich wusste gar nicht, dass dieses Spiel ein Teamspiel ist. Aber natürlich, wir teilen den Gewinn auf. Wie viel ist das Gewinn? 400 durch 3. Warte, warum 400 durch 3? Obwohl, ja, stimmt, ja, ist ja unsere Anteil. Ne? du kriegst einmal 200. Ich krieg 200.
Ihr plus kriegt meine... Ja, das nicht. Plus meine Einsitze. Warte mal ganz kurz, davon hat keiner geredet. Doch. Du hattest gerade 400 durch 3 gesagt. Ja, plus ja, die Einsätze. Nein, nein, alles gut. Ihr könnt euch euer Gold zurück aufschreiben und ihr kriegt beide jeweils noch 200 Gold obendrauf. Also darf ich mir wieder 720 Gold aufschreiben. Ja, plus 200 Gold noch. Ja, sind ja 720 Gold. Ich habe insgesamt 520 wirklich, gesetzt. Ich will jetzt wirklich dieses Goblin-Deck abkaufen. The fuck. Das kostet nicht viel, das kostet 5 Silber. Perfekt. Aber der Goblin sagt, das ist aber mein Deck. Also, ein paar Karten sehen extra aus wie ich, also. Ich leg ihm ein Gold hin. Der hat immer noch 800 Gold. Ich weiß Moment. Nicht, ob dieses eine Goldstück interessieren. Nee, er hat gesehen, dass ihr eigentlich das Geld quasi, ja. Er sagt, ich überzeuge ihn. Tut mir leid. Willst du ihnen das teure Tuch, um sich die Tränen abzuwischen? Ich hab mich vertippt, okay? Wenn du mir das Deck gibst, erzähl ich, was mit deinem Kumpel passiert ist. Also das war zumindest die ganze Zeit Lucias eigene Taktik, so gesehen, nur den Goblin immer auszuspielen. Ja. Wie ja, die anderen das Ganze haben, ist mir relativ, aber ich bin halt Gauner, ne? Dementsprechend spiele ich. Also meine Bedenken waren eher, wenn Lucia alles gewinnt, dass sie uns nichts davon gibt. Also entweder war es, der Goblin kriegt es und wir, unsere Gruppe verliert Geld. Lucia kriegt es, wir verlieren unser Geld, aber die Gruppe behält ihr Geld. Oder Dohin oder ich gewinnen und wir teilen das Geld. Wow. Wenn du der gewonnen hätte, hätten es die armen, hungernden Kinder bekommen. No. Weil hier in dieser Taverne sind hungernde Kinder? Ich glaube, dann hätten sie einen weniger gehabt. Okay, ich wollte sie auslachen. Wir haben den Goblin ausgenommen, aber sonst gibt's keine. Ich sehe dieses obdachlose Kind und wirf ihn einen Fisch auf den Boden und tritt drauf. Arbeite für dein Fraß. Alter! How evil do you want to be? Yes! Yes. Okay, der Goblin geht weiter irgendwo anders Glücksspiel spielen. Also er kauft, verkauft. Nein. Er sagt, du könntest sicher irgendwo anders Goblin im Grab kaufen. Ich rufe den Sammler, ich gebe ihm Malevolence für dein Deck. Klingt gut, ja. Sammler! Ja. Also ich würde, wie gesagt, Lucia ihr Gold zurückreichen, auch die 200 und Nathaniel, auch du könntest dein Gold plus einen Wert von 200 obendrauf erhalten. Sonst kriegst du ihn nix, okay. Das ist richtig. Oh. Egal. Ich sehe keinen Wert in Goldstücken. Wieso sind lediglich noch zum Durchkommen? Währenddessen Dohin in Roderick. Halt die Fresse! Behalt das Gold! Nimm das Gold an! Komm schon! Bitte, ich will doch nur mal schön das Essen bekommen. Ich habe einfach nur mein Gauner-Sein durchhängen lassen, ne? Einfach den Goblin ausnehmen. Aber war es ihm nicht eigentlich von Schritt, als er uns angesprochen hat, klar, dass wir ihn ausrauben werden? Weil, naja, 3 gegen 1. Er dachte vielleicht, dass wir fair spielen. Nein! Das war so ein kleiner Denkzettel. Vielleicht könnte er sich auf die Art und Weise entschuldigen dafür, dass er dich beim letzten Mal so gestresst hatte. Ich freue mich schon das nächste Mal, wenn wir auf das Kontinent, wo das daniotische Vegas ist. Ja, er hätte ja auch einfach so auf einmal von einem Tag auf den anderen irgendwie verschwinden können. Das war der Plan. Die nächste Runde wäre All-In gewesen und dann hätte er einfach mit dem ganzen Gold Misty Step gecastet und dann Teleportation. Warte, wie viel Geld haben wir in Menschen abgezogen? 400. 400. 400. Hat er nicht noch 400 so nachgelegt? Also waren es nicht 520? Nein, nein. Er hat auf die 400 aufgerundet nach deinem Einsatz. Ach so, okay, jetzt verstanden. Basically hätte ich den höchsten Einsatz. Obwohl ich am wenigsten reingeben wollte. Naja. Warum? Naja, 300. Oder was? Du hattest auch 300. Ich habe auch 300. Lucia auch 300. Kriegen wir nicht noch vom Bürgermeister auch einen Haufen Geld? Nein, für weil wir haben den Auftrag nicht erfüllt. Wir haben die Entführung. Laut der Recap haben wir die Aufgabe schon. Wir sollten das ja nur... Wir sollten also, noch er hatte finden. Gesagt, wir sollen die verschwundenen Leute finden. Ihr sollt das Problem lösen. Ja, wir sollten das in der letzten Folge. Der Recap war,
Fehler. Ja, wir hätten sollen. Wir haben das Problem genommen und wir haben es woanders gestohlen. Wir hätten einfach sagen sollen, wir haben die Mindflayer getötet. War dann blöd von uns. Ich glaube, dann hätte er gerne die Leichnam gesehen. Die haben wir schon verspeist. Kalamari. Oh nee. Wenn die geschrieben haben, wie du meinst, so lecker Kalamari zum Abendbrot. Ja, ich habe auch nur so geschrieben, es gibt Kalamari heute Abend zum Speisen. Ach, das waren gute Gespräche. Da wurde ich, da wurde ich in den Himmel gejietet. Wo geht's als nächstes hin? Nächste Stadt. Zu Aria. Das hat jetzt keiner gehört, finde ich gut. Das ignorieren wir einfach, die Aussage. Ich hab's gehört. Scheiße. Ja, aber ich kann nicht reagieren, ohne den Charakter. Kann ich die Karte kriegen nochmal? Wo war die nochmal? Eine Sekunde. Die Karte, welche sie suchen? Map, die Karte. Ach stimmt, das ist das coole Schwert. Und die Karte, die Flaggen. Nice. Wie weit ist Tabella von Martison entfernt? 2 bis 3 Tagesritte. Perfekt. Ich hätte gesagt, wir gehen nach Tabella. Boah, das ist cool, du. Das ist so Select Screen einfach. Ich habe eine Frage, was ist eigentlich hier? Ist eine kleine Insel. Das ist da. Also keine das ist große Privatinsel. Stadt. Die Privatinsel. Also ich hätte jetzt gesagt, wir gehen Tabella und dann nehmen wir von dort aus ein Schiff nach Barkalat. Das ist meine Partyinsel. Können wir nicht einfach nicht nach Bagrat gehen. Oh nein, ich weiß ganz genau, dass du nicht nach Bagrat gehen willst, deswegen will ich nicht. Das sind doch nur 30 Fuß vor uns, seit wir im Fischen. Wir können aber springen. Dolin, stell dich doch nicht an, das ist doch nicht so, als wäre in dieser Stadt deine Familie umgebracht worden. Was? Wer weiß das schon? Also das wäre jetzt, das ist unsere klassische Strategie, von Stadt zu Stadt. Sag mal, warum, Entschuldigung, wenn ich gerade das Thema gerade komplett falsch anschneide, aber warum gibt es eigentlich keine Unterstriche bei irgendwelchen Briefen oder sowas, die aus dem Schwert geformt sind, so Zeichen als Schwert, das sähe voll cool aus. Sehe ich gerade nur bei Tabella mit dem Schwert oben drüber, sieht irgendwie auch. Imagine. Ist das mein Feuerschwert? Ja, das ist dein Feuerschwert. Das ich bis jetzt noch nicht einsetzen konnte. No, das ist schon toll. Also bis jetzt vielleicht war der Preis zum Einsetzen dein Tod. Also ist richtig. Ich hab nicht mal einen Schlag bekommen. Hauptsache, ich hab einmal gehauen. So. Dann kann ich glücklich sterben. Ah, yes. Die große Bedrohung. Der Kommunismus. Fuck. He's back. 2 bis 3 Tagesritte. Ich schlage Tabella vor. Auf Camp ich wollte uns gerade einen Hinweis geben. Tagesritte, das würde 6 Tage zu Fuß dauern. Ich bin ja ein Schiff, ne? Ich weiß nicht, ob das sehr viel schneller ist. Ich will eher reiten. Wir haben kein Pferd. Lucia, weißt du, wie wir am schnellsten... Es gibt doch garantiert hier bestimmt irgendwo ein Pferd. Nach Tabella kommen. Können wir über Amazon Prime unsere Pferde zu uns liefern lassen? Amazon Prime. Amazon Prime. Obwohl, warte, tut mir leid, es ist Martison Prime. Ach nö, jetzt haben wir wieder eine Reiseroute. Obwohl, Martison macht nur Standardlieferung, Sir Prime. Weiß ja nicht, macht das Sinn mit einem Schiff? Ich glaube eher weniger, ne? Von Martison nach Tabella mit dem Schiff dauert länger als wenn man hinreitet. Ja, wir haben keine Pferde. Habt ihr ein Schiff? Nein, aber wir können ein Schiff kann man mieten. Ein Pferd kann man kaufen. Lucia, du hast ja doch Kontakte. Kennst du jemanden, der uns entweder nach Tabella bringt oder uns Reittiere geben kann? Woher weißt du, dass ich Kontakte habe? Jeden, den du hier siehst, nichts dazu. Da musst du nicht so tun, als ob das nicht wahr ist. Ich stelle mir einfach vor, Lucia geht in eine Bar rein, sieht den Barkeeper, der Barkeeper nickt ihr zu, sie nickt zurück. Wer war das? Wer ist dieser Typ? Keine Ahnung. Also, nur der hat dein Zimmer gesehen auch. So,
Für das du nicht mal bezahlt hast, also. Deswegen, ja. Also. Lucia kriegt gratis Sachen, nickt den Leuten random zu, gibt Leuten Briefe aus dem Nichts. Das haben wir nicht gesehen. Doch. Das hat man sogar gehört. Zwerg. Der Zwerg, ja. welcher mit dem Tod bedroht wurde. Wir haben gesehen, wie Lucia einem Zwerg einen random Brief in die Fresse gedrückt hat. Super. Der hat sich erstmal die Hosen gemacht, der arme Mann. Das ist Canon, ja, das ist passiert. Are we the bad guys? Wait, we are the baddies. Bin mir ziemlich sicher. Ich meine, wir haben ja auch mitbekommen, wie der Goblin auf Lucias kompletten Namen reagiert hat, also. Lucia? Na, aber was ursprünglich, glaube ich, aber auch nur Koa, glaube ich, weiß, oder? Weil Koa, glaube ich, nur gefragt hatte. Weiß ja nicht, ich glaube schon, ja. Weiß ja. Ich nicht. Also sie hat jetzt nicht laut angekündigt, dass sie deinen Namen jetzt jemandem gesagt hat. Lucia, was du weißt über sich Sachen organisieren und so, könntest du machen, dass das auch wahrscheinlich dann auch kostenlos wäre, aber das Organisieren würde wahrscheinlich länger dauern, als wenn ihr es einfach selber macht. Ja. Wäre billiger, aber es würde länger dauern. Aber ich weiß, ob wir hingehen können, um uns Sachen zu holen. So. Das schon, ja. Auf jeden Fall. Gibt es nur Pferde oder gibt es auch Kutschen? Es gibt auch Kutschen. The music is gone. Oh, DJ. Don't worry, I will fix this problem. DJ Kelly. Wir kriegen ja eine Kutsche. The Family Sanity kriegt schon plus 150, weil schon immer sein Traum war, eine Kutsche zu haben. Okay, wir kaufen eine Kutsche. Wir kaufen eine Kutsche. Egal was passiert, wir kaufen eine Kutsche. Wenn die 1000 kostet, ich kaufe die. Wir kaufen zwei Kutschen, zwei. Oh, apropos, ich habe mein Gold noch nicht hinzugefügt. So, Nefania, so Laden und alle anderen Götter müssen sterben. Hey, Nefania, wir haben eine Kutsche für dich geholt. Ja. Danke, heiliger Vater, so Laden. So, also ihr wollt dann, also wir wollen dann jetzt weiter, ne? Jo. Dann würde ich mich dementsprechend aufmachen, beim Rausgehen der netten Bardame nochmal zunicken, bevor ich gehe. Du bist zu scharf. Ja, einen kleinen Moment, Könntest du für mich nach heiligem Wasser fragen? Ich hab noch was. Du hast einen Wasserspender stehen. Ich glaube nicht, dass sie das meinen. Ich zeig auf Nathaniel. Oh. Das Wasser wäre mir momentan ein bisschen zu dunkel. Erfüllt denselben Zweck? Also, ich habe noch eine Flasche und sie würde so ein bisschen im Rucksack rumkramen und so Flaschen in der Hand halten. Wenn du sie nicht brauchst, Im Moment nicht. Dann so. Würde ich die nehmen, bis wir an den nächsten Tempel vorbeikommen. Danke, ja, Cora. Stimmt. Hast du einen Handschuh an? Ja, hab ich. Ich trage immer meine Handschuhe. Das ist also, ja auch sein Handschuh, toll. Dementsprechend würde ich ja langsam auf den Weg machen, hier so Richtung Pferde, Kutschen, schieß mich tot. Mhm. Ruka. So hin. Wenn er jetzt mit dem Kleid wieder kommt, ne? Ja, würde ich mich freuen. Okay. Also ihr kommt an einer ziemlich... Jetzt hat er auch einen Handschuh. Hast oder du auch. Zwei. Nee, ich hab nur solche Handschuhe, das sind meine Winterhandschuhe. Also ich hab meine Airsoft-Handschuhe und ich hab meine Professional-Handschuhe. The Professional. Ich hab mein Tuch, mein ja, Beutel für meine Würfel. Finger ein Tuch drüber. Also ich hab eine M&M's-Tüte, das könnte ich auch über meine Hand machen. Ich kann euch heilen, wenn ihr wollt. Ich hab grad nur eine Chips-Tüte. Das ist auch gut. Leider können wir die nicht sehen. Also ich kann sie sehen, ich bin im Stream. Aber ihr kommt an einer, an einem Stall an. Genau, so heißt es. Da sind ziemlich viele Pferde. und ja, ein paar Wölfe. Ja, große Wölfe. Und auch Kutschen. Du kennst die Leute, Lucia? Nicht viele, aber so... Du würdest einen Chef kennen. Dohin, du würdest auch einen Chef kennen, tatsächlich. Oh. Auch Roderick. Das versuche ich gerade auszufinden. Einen Moment.
Ja. Und wohin? Kennst du da welche? Den da. Okay, also nicht. Den kenne ich. Also, kennt er, ich. Also, ja, ich kenne ich. Bist du gerade Dohin? Nee, aber, okay. Aber netter Kerl. Aber trotzdem, Dohin ist trotzdem in dir. Würfel auf Perception. Dohin ist mit mir. Und mit mir ist Dohin. Komm schon. Ja! Dohin, du erkennst jemanden, den du, ja, von früher kennst, einen Freund der Familie aus Barkgrad. Bark. Der wohl gerade einfach, ja, in der Stadt zu sein scheint. Pork. Freundlich oder eher nicht so freundlich gesehen? Doch, freundlich. Also das war so ein guter Freund der Familie mal. Die okay. Person hat, Moment, hatte ich noch nicht gesehen. Ah. Mal gucken, was passiert. Oh, shit. Nichts. Ich, Kommt vorhin wieder? Nein. Ja, rollt für Initiative. Nein, also ich würd schon auf ihn zugehen. Kenne ich seinen Namen? Oh, ist das nicht das erste Bild, das wir in der Kampagne gesehen haben? Also außerhalb von Bappe? Ja. Ja. Okay. Du... Wo wir Leichnam getroffen haben und noch ein Mensch getötet haben? Ja, voll süß. Oh, gute Erinnerung. Gute alte Zeit. Ich geh erstmal Wölfe streicheln. Wo wir Leichnam getroffen haben, finde ich cool. Hi Leichnam. Das war kurz bevor wir Blut kennengelernt haben. Ich geh wirklich Wölfchen kuscheln. Ich wünsche Blutferien in unserer Gruppe. Das wäre cool. Lucia, gut, ich gehe, ja, ist ja dort. Lucia würfel auf Animal Handling mit Vorteil, weil Wölfe. Och komm, Animal Handling. Ich will sie ja nur streicheln und nicht besteigen. Korok. Das hoffe ich doch. Im Notfall kannst du immer noch eine 15 haben. Das letzte Mal, als Nathaniel nur streicheln wollte, hat er einen Ruf im Gesicht. So, nicht mehr folgen, okay. Nee, Animal Handling kann ich so gar nicht. Also es funktioniert. Die sind ein bisschen verängstigt. Meine Aura. Auch, wer du bist. Oh Gott, nein, bitte nicht. Nicht du. Die spüren, wer wirklich der Alpha-Wolf ist und halten sich ein bisschen zurück. Pink ist auf die Wölfe drauf, um deine Dominanz. Dohin, du kennst den Namen der Person. Das ist der liebe Kirpan. Kirpan. Das ist der liebe Kirpan. Kevin. Nee, nicht noch ein Kevin, bitte nicht. Ich bin der Kevin. Tatsächlich würde ich für einen kurzen Moment innehalten, mit dem linken Auge zucken und dann den Arm hochreißen und rufen, hey Kirpan! Und auf ihn zugehen. Du siehst, wie er komplett verwirrt ist, erst seinen Augen nicht traut wirklich und dann auch mit einem sehr glücklichen Ausdruck auf dich zurennt. Ja, ich... wenn ich nah genug bin, würde ich meine Arme ausstrecken, um ihn zu umarmen, wenn er dann da ist. Er ist ein Zwerg, also springt er dir in die Arme rein. und ja, er ist älter als du. Du kennst ihn schon nicht komplett als Kind, aber der war schon ja länger da. Immer mal wieder, so zu Besuch. Man kennt es ja, wenn so Familie, Freunde zu Besuch haben. Der hat mir die Erziehungsschein gegeben. Dohin, ich habe mich doch seit dem Tag, wo ich deine Familie verraten habe, nicht mehr gesehen. Das war Zeit, Mensch. Kirpan sagt, es ist, ich traue meinen Augen kaum, es ist so schön, dich wiederzusehen. Es ist so schön zu sehen, dass es dir gut geht. Ach, Kirpan, ich weiß gar nicht, wann war es das letzte Mal? Garantiert vor einem Monat oder so, oder nicht? Sogar schon länger. So lange, ein ganzer Monat schon, oh Gott. Wir sind eigentlich schon seit nur einem Monat unterwegs zusammen. Ja. Du bist seit, also Dohin ist seit über 2-3 Monaten unterwegs. Aber der hat nicht so das ich gehe mal noch vom letzten Intelligenzwurf mit 3 aus, deswegen. Und Kirpan hast du ja auch nicht unbedingt jetzt sofort gesehen damals. Oh, alte Sock. Er sagt... Was machst du zurzeit? Warum, du bist wieder da? Kommst du wieder nach Hause?
Naja, also nach Hause. Dohin? Ist vielleicht. Ja? Komm, Flüsterchat. Ich bin auch mal dabei. Tschüss, ihr Loser. Jetzt Elli, mit so einer Einschuldung. Du sagst es jetzt in der Öffentlichkeit. Okay, nee, warte, Dohin, komm ich gleich. Kann ich rauschen? Nein. Dohin muss in den Lava-Chat, nicht in den Flüsterchat. Nein. Flüster. Hallo. Herzlich willkommen zurück. Campaign, jetzt geht's los. So lang ist's ja. Also, der Kippern ist wirklich sehr zufrieden und fragt, kommst du wieder nach Hause? Naja, also nach Hause wird's vielleicht doch nicht. Wir werden vielleicht notgedrungenermaßen mal durchreisen, aber ich bin jetzt mit denen hier unterwegs und ich zeige so hinter mich ein bisschen auf die Gruppe, wo Lucia gerade den einen Wolf einschüchtert. Mhm. Nur der da steht wahrscheinlich so schon, ja, du streckst nein, dich töten. Ja, auf die Gruppe zeige ich. Kippern sagt, du bist am Reisen. Ja, ich meine, ich wollte es eigentlich immer früher schon, weil es hat mich mal begeistert, wenn auch du erzählt hast, wie es war, wie du unterwegs bist und von weit her kommst. Aber du kennst ja Vater und Mutter, sie waren nicht so der Meinung, dass ich schon irgendwo hingehen sollte. Ja, sie haben auch befürchtet, dass ich vielleicht damit nicht den besten Eindruck hinterlasse. Aber du siehst ganz zufrieden aus. Also, so schlimm war es wohl nicht. Also, ich kann dir ein paar Geschichten erzählen, wenn du möchtest. Sicher. Aber ich muss dir noch eine Sache sagen, die ich bin froh, dass ich dich getroffen habe, weil es ist sehr wichtig. Oh, okay. Was ist das denn? Es ist leider das Thema, weswegen du gegangen bist. Was mit deiner Familie passiert ist. Die Verantwortlichen dafür. Ja. Sie. Ich befürchte, sie sind, wenn sie rausfinden, dass du noch hier bist. Oder dass du wieder hier bist. Dass sie dich wieder jagen werden. Also meinst du, ich sollte lieber untertauchen? Es wäre vielleicht sicherer. Wenn es nicht schon zu spät ist. Also wir haben schon ein bisschen für Aufsehen erregt. Ich weiß nicht, ob du das mit den Mindflayern mitbekommen hast. Mit Mindflayer? Ja, hier in der Stadt waren Mindflayer und wir haben sie erledigt. Also in die Ferne geschlagen. Ihr habt sie besiegt? So ähnlich. Das ist sehr beeindruckend, wow. Also ich wusste schon immer, dass du sehr begabt bist und stark, aber das... Ach, das war ich doch nicht allein. Ich bin zu verlegen mit der Hand in dem Hinterkopf. Also man würde es ihm schon anmerken, dass das etwas geflunkert ist. Aber du scheinst eine Gruppe gefunden zu haben, in der du zufrieden bist und sicher. Oh ja, sie sind alle sehr nett. Möchtest du sie kennenlernen? Sehr gerne. Okay, soll ich sie dir vorstellen oder sollen sie sich dir selbst vorstellen? Denkst du, sie würden sich mir vorstellen? Also der Grummige da drüben vielleicht nicht so, ich zeige es euch auf eine Fanny. er ist etwas eigen. Aber auch irgendwie besonders. Also, ich mag ihn. Und das da, die Kleine, also so klein ist sie gar nicht. Eigentlich ist sie noch sehr groß für ihr Volk. Du kennst ja Halflings, oder? Ja, schon. Und naja, sie heißt Cora, sie ist auch sehr nett. Ich mag sie auch sehr. Und das da, das ist Nodea. Sie ist etwas schüchtern, aber
Sie kann so komische Sachen mit den Händen machen und Blumen aus verschiedensten Orten heraus wachsen lassen. Und das ist richtig cool. Und sie ist auch sehr nett. Und das da drüben ist Lucia. Sie macht gerade den Wölfen Angst, glaube ich. Ich weiß nur nicht, warum. Du siehst, wie Kirpan wirklich einfach nur strahlt, wenn er dich so, ja, enthusiastisch reden hört. Er sagt, wohin bringt es euch denn? Als Gruppe? Naja, also gerade haben wir noch kein festes Ziel, aber wir wollten nach der Stadt mit T, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Tirbella, glaube ich. Tirbella, genau. Mhm. Ja, Tirbella, genau. Er sagt, das ist schön. Tirbella ist eine schöne Stadt. Bisschen anders als Martison, aber kurz einfach abgeschmiert. Finde ich super. Aber ja, ist wieder da. Ich würde noch kurz schauen, ob mein Stream noch läuft. Aber ja, was hast du mitbekommen noch? Nichts mehr. Ich habe gesagt, dass er gerne mit uns kommen kann, aber dann Crown of Madness. Ups. Okay, das habe ich nicht mehr mitbekommen mit, ja, was zum Teufel machen die da? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Sie jetzt zerfleischen den Wolf. Oder andere castet Crown of Madness auf den Händler. Gibt uns die restlichen Tiere. So. So, bitte funktioniere. Ja, oh, okay, Entschuldigung. Jetzt. Alles gut. Kirpan hat gesagt, dass er dir noch viel Glück wünscht, würde aber auch deiner Gruppe tun. Auch wenn er dann nur ein fremder, komischer Zwerg ist. Okay, und auf das Angebot, ob er mit uns reisen möchte, hat er nicht, ist er nicht eingegangen. Ah, dazu sagt er, das habe ich noch nicht gehört, ja. Dazu okay. Sagt er, ich komme tatsächlich aus der Richtung von Tirbella grad erst. Und ich würde gern mehr Zeit mit euch verbringen. Vor allem deine, ja, neuen Geschichten wiederhören. Ich hab richtig viel zu erzählen. Du kannst wirklich nicht mitkommen. Ich meine, für etwa 3 Tage müssten das sein, oder nicht? Ich das geht doch mal. Muss leider erst in Martison meine Geschäfte klären. Ein bisschen, ja, du weißt schon, arbeiten. Wohin verschlägt es dich denn als nächstes? Danach gehe ich wieder nach Hause. Kurze Frage, wo wohnt er oder wo kommt er nochmal her? Bagrab. Bagrab. Ah, ja, kommt er auch her. Das ist schön, das ist doch super. Er sagt, wenn du meintest, ihr würdet an der Stadt vorbeireisen. Also hoffentlich außenrum. Das verstehe ich, aber ich weiß, dass es weit weg von schön ist, was du mit der Stadt mittlerweile verbindest, aber es war trotzdem dein Zuhause. Und die Stadt ist immer noch da. Ihre Leute sind immer noch da. Sie vermissen dich. Wer herrscht denn aktuell über Bagrad? Das ist zurzeit sehr kompliziert. Wir sind eher eine Gruppe, die meisten von uns kennst du. Wir halten die Stadt zusammen, versuchen dafür zu sorgen, dass was passiert ist, nicht das Ende von Bagrab ist. Nicht das Ende der Stadt sein heißen muss. Naja, heißen muss, ja. Es ist ja trotzdem so, dass die Zeit der Dynastie wahrscheinlich vorbei ist. Ich glaube nicht, dass das Volk einen Adligen als den Anführer der Stadt ansieht, welcher davongelaufen ist. Die Bewohner, die Leute, meine Freunde würden sich sehr darüber freuen, einfach zu sehen, dass es dir noch gut geht, Dohin.
Dürfte ich mal ganz kurz was würfeln? Natürlich. Also ich würde gerne. Würd ganz gerne Insight würfeln. Dohin vertraut dem Kerl ausnahmslos. Okay. Jemand anderes ist da nur anderer Meinung gerade. Okay. Mhm. Roderick merkt, Kirpan ist herzensehrlich. Bedenken hat er. Lucia lootet die halbe Stadt. Ach ja, Dohin, du kriegst noch Inspiration. Oh, hab ich noch, aber danke. Achso, okay. Stack it. Schreib mir so ein Inspiration-Zettel auf. Ich wüsste nicht, wie, das geht safe verloren, aber kannst du machen, wirklich. Ach, alles gut, das ist nicht so schlimm. Okay. Versuch nur ab und zu mal verbinden. True. Okay, dann ich würde ihn nochmal festdrücken. Hab eine gute Reise und pass auf dich auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht sogar in Bargrad. Ich auch. Wenn nicht, dann sicherlich auch wann anders. Pass auch auf dich auf. Und auf deine Kappe. Wir passen alle aufeinander auf. Das freut mich sehr. Und er geht weiter. Er läuft noch an der Gruppe vorbei und ja. Ja. Okay, dann können wir wieder in den... mein Discord hat keinen Bock zu funktionieren. Okay, einen Moment. Ich wollte dich gerade hochziehen, aber... Gleich. Bin... Gut. Bis gleich. Mhm. Hallo? Hallo. Was habt ihr gemacht? Habt ihr die Stadt gelootet? Seid ehrlich. Wir haben sie niedergebrannt. Ja, aus Versehen. Mit dem letzten Skillcheck habe ich versucht, mit Lucia zu sprechen. Geschicklichkeit verkackt, deswegen den Wolf getreten, habe ich auf Survival gewürfelt, verkackt, deswegen hat mich der Wolf gebissen. Okay, was ihr alle seht, ist, wie Dohin wieder zurückkommt zur Gruppe. Neben ihm beilaufend ist ein sehr glücklich aussehender Zwerg, der noch ja glücklich in eure Richtung winkt. Er sagt: Hallo, mein Name ist Kirpan. Ich bin bloß ein alter Freund von Dohin hier. Ich wollte mich bedanken dafür, dass ihr so gut auf ihn aufpasst. Und euch viel Glück wünschen bei eurer Weiterreise. Jetzt würde auch Dohin sehen, wie ich einen Wolf umarm mein Gesicht in ihn vergrabe. Wer ist das? Wo ist Lucia? Das ist Lucias Ersatz. Ja, Double, Big Brain. Lucia macht einen Stealth-Check, wirft ein Net 20, verschwindet so in dem Fell vom Wolf. Ja, also ihr könnt aber auf jeden Fall merken, dass Dorian auch ein breites Grinsen aufgesetzt hat. Der ist gerade sehr glücklich. Ich kann es noch breiter machen. Nein, hör auf. Ich kann es noch breiter machen. Okay, dann geht Kirpan auch weiter und ihr seid am Stall. Ha, ich hätte vielleicht nach einem Tier fragen sollen. Naja. Und wem gehört der Stall? Ihm. Ah. Nein, das wäre gut gewesen. Das wäre richtig dämlich gewesen, ja. Ja. Okay, also habt ihr schon was gekauft? Nein. Wie ohne GM was kaufen, alles klar. Nein, das ist die Frage, Ich habe jetzt drei Kutschen. Das ist, was Dorin fragt. Warte, nur drei? Ich dachte, wir wollten sechs. Jeden eine. Aber wir sind nur fünf. Jeden eine, wollte ich gerade sagen. Eine Chip. Ja, und eine Gruppenkutsche. Der kriegt eine eigene Kutsche. Nur nicht Chip. überhaupt, wo ich Mayday, Mayday geschrieben habe, war das Internet von Ellie weg, Das ist Mayday, Mayday direkt in die Schütze von. Ich dachte, Dohi braucht Hilfe. Warum stelle ich mir einfach vor, dass am Ende der Kampagne so Chip so ein Banker wird? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Er kriegt eine private Kutsche, er ist allgemein so unser hier Carry. Mit Stieler.
Okay, Damage Dealer vielleicht nicht. Damage Dealer, Tank und Aufklärer in One. Das alles mit einem HP und keinem Schaden, den er machen kann. Alter, let's fucking go. Er ist der Einzige, der, wenn es drauf rankommt, gut Stealth würfeln kann. Was? Das ist aber aus Versehen. Okay. Chip hat basically eine plus 1. Ne, ich glaube eine plus 3, aber. Ja, eine plus 3. Ich bin mir ziemlich sicher, dass. Lucia das besser hinkriegt. Möchtet ihr euch Tiere kaufen? Ich will eine Katze. Ich glaube nicht, dass du in einem Stall eine Katze bekommst. Ich knuddel immer. Never say never. Ich habe so lange keinen Wolf gesehen. Gibt es dort eine Katze? Wie viel kostet ein Pferd und wie viel kostet eine Kutsche mit den Pferden? Ein Pferd kostet 50, eine Kutsche für so Waren kostet 100, eine Kutsche für mehrere Leute, also eine Fancy-Kutsche, kostet 250. Wie viele Leute passen auf eine Kutsche mit Waren? Also theoretisch würdet ihr alle draufpassen, aber es wäre halt sau unbequem. Weil es für Waren gemacht ist und nicht zum Sitzen. Ja, wenn wir ganz viele Bedrolls auf dem Boden ausbreiten, ist das gar nicht voll bequem. Dann legt ihr aufeinander. Und oh, das ist eigentlich eine voll coole Idee. Wenn dann anfängt zu regnen, alles durchgeweicht ist. Und Dorian ist damit einverstanden. Einer schläft in der Bag of Holding. Oh nein, du! Nur wenn der Fendi hier mit hinten ist. Oh Gott. Cora liegt ganz unten und alle liegen einfach auf Cora drauf. Oh. Und wer fährt jetzt? Chip natürlich. Uhu. Wie gesagt, ich mache erstmal nichts. Ich knuddel gerade nur dem Wolf. Ich warte quasi auf Reaktion, Aktion, wie auch immer. Kann ich mal Perception würfeln, ob es eine Katze gibt? Ja. Ja. Was willst du mit der Katze? Ich würfel Katze mal auf, wie sehr dich der Wolf mag, Lucia. Der mag dich. Wie gesagt, ich hab den umarmt und mein Gesicht in sein Fell vergraben. Ich war so. Dohin? Warte, das ist. Ach, du findest tatsächlich eine Katze. Ja, eine behinderte Katze. Mit noch einem Bein. Mit nur einem von vier Beinen. Nee, bei einer 4 hättest du eine Nacktkatze gefunden, aber leider nicht. Oh. Ist das ein Luchs? Gar keine Beine. Der macht wie Tigger von Winnie Pooh, die springt auf den Schwanz. Das wirkt eher wie so eine wilde Katze, die ist in so einem kleinen Käfig gefangen. Wirkt ziemlich aggressiv. Oh, shit. Ich möchte den Käfig aufmachen. Davor ist der ist ein Händler, also ja. Und ich würde gerne Chip verstecken. Es kommt raus, es ist der Cat of Malevolence. Und dann ist halt auch so ein komisches Vieh wie von Captain Marvel. Sieht aus wie ein Kätzchen, ist aber kein Kätzchen. Ist eigentlich ein Bumerang. Warum ein Bumerang? Bumerang. Wie heißen die Viecher nochmal? Cat of Returning, egal wo du es hinwirst, es kommt zurück. Okay, oder auch aka ein normaler Hund. Nee, das ist ein bisschen mies. Okay, kaufst du eine Katze? Nur noch. Wie kostet denn die Katze? Der Händler sagt 15 Gold. Ist halt schon viel. Wohin hältst du das für die Katze Idee? Ist sehr gefährlich. Du siehst, dass der Händler ziemlich dicke Handschuhe trägt. Ist das eine Großkatze oder ist das eher so eine kleine Wildkatze? Das ist groß wie Chorus Oberkörper. Genau, ein Flirk ist das. Gott, die ist riesig. Ist eine größere Katze. Ist ziemlich flauschig. Könnte ich Lovelace in die Katze reinstecken? Das ist. Das ist ein Mengenkuh wahrscheinlich, so von der Körpergröße, hä? Ja. Das weiß keine Ahnung, wer da anfangen kann. Das ist eine große Katze. Eine große, normale Katze, aber ich hätte gerne Lux. Eine große Katze, die aussieht, als ob man sie aus dem Wald mitgenommen hätte. Außerdem gibt es irgendwo einen Laden, wo ich weiß, dass es hier vielleicht Großkatzen zu kaufen gibt? Gibt es so Lux-Größe? Wen nennst du dann Xador? Nein, natürlich nicht. Würfel of Nature? Oder wisst ihr was? die Überlegung, was würfel? Ist ja nicht gut. Ich würde ganz gerne nicht Naturkunde werfen, wenn ich da minus 1 habe, aber ich habe auch auf Geschichte minus 1, also ist es egal. So 12. Dir fällt kein Luxladen ein, nein. Ach, kein Luxladen. Ah.
Wir reiten ohne zu merken an dem Luxladen Emporium vorbei. Bei welcher Mama, du? Wie heißt der Laden? Luxshop? Okay. Was verkauft ihr Luxe? Nee. Wir verkaufen Glühbirnen. Was ist eine Glühbirne? Warum heißt es dann Lux da, ja? Oder besitzt das ein Tabaxi? Ach so, ja, kacke. Kann ich den mitnehmen? Ja. 5 Gold pro Stunde. Du verirrst dich aus Versehen in das Sklavenviertel einfach. Also aus Versehen! Ja, gut. Da kennt Lucia auch jeden. Ja, wenn ich ja realisiere, dass wir Chip dabei haben, fällt mir ein, eine aggressive Katze wäre vielleicht gerade doof. Wir hätten gern 2 Pferde und eine Kutsche. So, ich dachte, wir haben 2 so eine Katzen. Wir hätten gern 2. Möchten Sie eine Warenkutsche oder eine für Leute? Kriege ich das Gespräch mit? Mhm. Für Personen. Ich will Wölfe, keine Pferde. Lucia, wir wollten aber eine Kutsche kaufen. Wir können auch Wölfe ziehen. Ich weiß ja nicht, Buddy. Das sind große Wölfe, hat sie gesagt. Klingt große Wölfe, ja. Aber groß genug, um eine Personenkutsche mit 5 Mann zu ziehen? Musst du ja 4 vorspannen. Das sind große Wölfe. Warum sollte ein großer Wolf schwächer sein als ein Pferd? Weil Wölfe eher agil als stark sind. Und Pferde stabil als agil. Okay, gut. Ihr könntet fragen, ob das funktioniert, also. Naja, wie viel von den Wölfen müsst ihr mit den vorne Kutsche spannen, um die Kutsche ziehen zu lassen? Und gefällt das den Also Wölfen? Es sind Nutztiere, also. Wollte ich gerade sagen. Die Pferde auch, also. 3 Wölfe würden 5 von euch mit der Kutsche ohne Probleme ziehen können. Und wie viel kostet so ein Wolf? Ein Wolf kostet 50. Ist es wirklich die smarteste Idee, jetzt irgendwas Teures zu kaufen, wenn wir eh nur auf der kleinsten der 3 Inseln sind? Frag einen Freund. Ihr könntet die auch rüber... Das Schiff rüber, ja. Rüber schiffern. Okay. Meanwhile, warte, ich wundere mich, wenn die anderen, wenn die wiederkommen, unsere Meister. Oh nein, stimmt, die sind weg. Tut mir leid, Möhre. Und Schlamm und der dritte. Die ist aber Karotte. An sich leben die noch, die sind nur halt in der... Ja, ne. Theoretisch sind die jetzt sicher, weil wir nicht mehr da sind. Die sind in einer Shit einfach random angebunden. Da hat bestimmt jemand aufgepasst. Die gehören jetzt dem Kobold. Ihr kriegt kein Futter mehr, eure Herrchen, die zahlen nicht mehr. Der Kobold benutzt die jetzt, um sein Imperium von Taxifahrten aufzubauen. Der denkt doch so, das war ja garantiert der nette Kerl, der mir ein Gold gegeben hat. Nach Algodit kommt das Gerichtskampf arg gegen die Tierschutzpartei. Nein, die Peter, sie macht sich breit. Ihr habt doch die Gnolls getötet, ihr habt von Dulanet theoretisch 300 Gold geklaut. Das mit den Gnolls war immer noch Selbstverteidigung. Das mit den 300 Gold tut mir leid. Nein, tut's nicht. Das mit den Gnolls nicht. Das mit den Gnolls tut mir leid. Aber ja, ist das kauft eine ihr euch Kutsche, oder ist das eine... Die 250 Gold-Kutsche ist sehr, sehr gut. Die ist sehr bequem. Ich überlege gerade, wir müssen einfach so ein ganzes scheiß Piratenschiff für uns dann unten mieten, damit wir diese dämliche Kutsche dann von A nach B transportieren können. Also müssen wir dann 400 Gold hinblättern. Ja, wenn ihr alles Vollpreis zahlt, ja. Wie wär's denn mit 300 Gold? Wir können auch einfach 150 Gold bezahlen für die nächste Generation von Schlamm, Karotte und der dritte. Alter. Wie ist der dritte? Klinge. Ja. Wie hieß er? Klinge. Warum Klinge? Weil er mag, wie es sich anhört, wenn Schwerter aufeinander schlagen. Ja. Döldo ist Klinge. Warum war Klinge nicht meiner? Während ich den Wolf streiche, das Kuhmuster hat, irgendwas, ein bisschen was am Preis machen könnte. Würfel gerne auf Persuasion. Das kann ich sehr, sehr gut. Ich würde ihn ganz, ich würde ganz gerne unterstützen, so mit. Okay. Ja. Aber, okay. Ui, ui, ui.
Ich hab gesagt, du unterstützt. Also darf ich nochmal Persuasion? Darfst du machen? Nee, es wurde schon gesagt, es wird geholfen. Warum habe ich die 15 genommen? Hätten wir die 15 mit mir genommen, hätten wir die 20 gehabt. Hätten wir die 15 mit mir genommen, hätten wir nein. Und das ist sowieso ein Heiltrank in einem RPG-Spiel. Das brauche ich bestimmt irgendwann noch. Nathaniel, deine Challenge Rating. Nee, deine. Doch, wie heißt es? Doch, Challenge Rating. Ist geringer als das von Lucia. Nee, höher. Was? Weil Lucia kennt ja. Nee, heißt es Challenge Rating? Wie heißt es denn? Das Difficulty Class, genau. Fürs Überreden meine ich. Mm. Du kennst die Leute kennen dich. Du kennst Lilac. Nathaniel, für ihn zu überreden wäre schwieriger als für dich. Ich hätte trotzdem mit 26 Natural nie gewürfelt. Ja, okay. Fuck you. Er steht einfach hinten. Wie wär's mit 100 Gold? Hey, hallo, 100 Gold. Warum hört mir keiner zu? Dean nimmt so mein Argument, schmeißt es auf den Boden, spuckt drauf. Kann jemand ein Meme draus machen? Oh no. Ja, Dean ist schon dabei. Lucia, die Verkäuferin, sagt, wir könnten 350 Gold draus machen. War auch noch nicht der Käufer. Ich hätte flirten können. Das ist eine 2 gekriegt. Ich bin auch gestorben durch meine Flair. Während ich noch so weiter dem Wolf streichel, halte ich ja so ein Goldsäckchen hin. Okay. Kann ich einfach Charisma werfen, um einfach nur gut auszusehen? Ich kann dir keinen Effekt versprechen, aber ja. Du kriegst keine Reaktion. Ein Wolf schaut dich komisch an. Das ist lecker. Aber ja. Lucia, das macht dann 350 Gold. Ihr bekommt eine Kutsche. Eine sehr schöne Kutsche. Und so, drei auch mal was bezahlt, schöne ihr Penner. Wölfe. Und der ist klatschend im Hintergrund. Das war fast die Kiste, die du von uns geklaut hast. Langsames Klatschen von denen. Fast die erste Kiste, die er von uns. Okay. Alles sind glücklich. Das war 1% meines gesamten Geldes. Ich hab meine Wölfe, Lucia ist glücklich. Krieg ich Inspiration? Fürs ich hab Geld? Wölfe. Nein, noch nicht. So, hast du gerade nach Inspiration gefragt? Ja. Wenn man fragt, selten. Ich hab das erste Mal gesagt, Lucia ist glücklich. True. No. Sei vorsichtig mit dieser Aussage. Warte mal ganz kurz, ja. Da muss ich ran. Dovin kommt um die Ecke. Macht Platz für den Profi. My time to shine. Oh, jetzt haben wir gleich wenn zwei, du die Klinge im Hals haben möchtest. Für Dovin ist das so das Bad-Signal. Nee, nur der versucht seit Ewigkeiten Lucia nahe zu kommen. Gar keine Reaktion jedes Mal. Lucia sieht einen Wolf, ist zum ersten Mal, seit wir sie kennen, glücklich. Lucia, am I a joke to you? Lucia als Wolf so, am I a joke? Dass sie glücklich ist, zeigt sie aber auch wirklich nur mit einem leichten Grinsen. Was dann das doch ist mehr groß. Als wir sonst sehen. Ganz ehrlich, Emotionen im Gesicht ist schon was Neues. Überhaupt ja, leicht gegrinst, als nur der ein Direwolf war. Willst du öfter machen? Naja, jetzt bist du egal, jetzt hat sie ja wirklich echte Wölfe. Frech. Nur der wird sich einfach nachzusagen, ja, ich gehe einmal kurz, keine auf die Toilette oder sowas im Wald, wandelt sich in einen Direwolf, kommt wieder, kuschelt mit ihrer Schwester. Bam, win. Oh. Ihr habt jetzt eure Traveling-Sachen. Reist ihr los? Ihr könntet euch noch ein paar Rations holen. Wie sehen die Wölfe aus? Holen. Welche Farben? Einer ist weiß. Der heißt Luna. Oh, stimmt. Das hört sich schon fast an wie Lunara. Kill it. Nein. Dann stirbst du. Execute Order 66. Also einer ist weiß, die Luna dann. Einer sieht ja so ein bisschen aus wie ein Hund, der sich in Schlamm gewälzt hat. Also so fleckig braun. Verschiedene Brauntöne. Und einer ist grau.
Das sind das nicht wortwörtlich die Farbmuster von unseren Pferden? Nein. Nein, wir hatten ein schwarzes Pferd, ein Kuhpferd und noch irgendwas. Braun wir, haben auch, ein, ne? Wir haben einen braunfleckigen, also ein Kuh. Dann haben wir ein weißes Pferd hatten wir auch und okay, es ist ein graues. Volk, it's nicht special. Wir und die sind die, alle süß. Wir nennen die bessere Karotte, bessere Schwanz. Frech. Oh, wie lange dann nur der gleich auch wieder mit den Wölfen rumshakern? Die ist eifersüchtig. Wenn du nicht aufpasst, Lucia, verwandelt sich Nudea in einen der Wölfe, ersetzt die und dann kuschelst du mit Nudea, nicht mit dem Wolf. Und wenn ich das rauskriege, ist du tot. Also? Manchmal muss man Risiken eingehen. Der Kutsche denn nur so ein ganz billig angezogen mit dem Cloak wie Nudea? Der Wolf. Und genau dann wird Lucia Inside eine Net One würfeln. I see nothing wrong with this. Okay. Reist ihr los? Oh. Weiß nicht, was dagegen sprechen sollte. Das ist ja nur 3 Tage entfernt, ne? Ja, habt ihr, also ihr könntet euch noch Rationen und sowas holen. Ich hab noch. Hab ich noch. Aber auf dem Weg gibt's auch noch Wälder und so. Die 3 Monate alten Rationen. Hab ich gehört, Tim. Es war positiv gemeint. So als Dank, so wie schön es ist, dich zu haben. Und du musstest wieder in den Dreck ziehen. Fiese, fiese Klein. Warte, normalerweise ist es andersrum. Jetzt esse ich keine mehr. Kutsche. Nudea, Goodberry. Tja. Okay, man gut. Reiche mir. Man reiche mir die Goodberries. Weil ich wollte nett sein. Nett, einmal. Was hast du davon? Also, du warst sonst so nett zu mir, da ich erst dachte, du willst nur der essen. Hey, wir haben Lucia, ich nur der. Ich habe Lucia, ich habe nur der nicht verletzt, nachdem ich herausgefunden habe, dass sie hier mit Solan Kontakt hat. Das hast du falsch gesagt. Du hast sie noch nicht verletzt. Du hast nicht Danke für die Heilung gesagt. Das war schon ein bisschen verletzend. Im Endeffekt, durch diese Heilung habe ich mich nochmal verletzt. Das ist deine Schuld. Not my fucking problem. Hättest du ihn ja doch mal heilen können. Nur der hat mich ein zweites Mal geheilt. War es auch wiederum so lang, Power? Ich hab dich nicht ein zweites Mal geheilt. Du bist ins Badezimmer gerannt, wie so ein Teenage Girl. Nee, als du mir doch die Goodberry gegeben hast, wurde ich schon um 6 Leben geheilt. Stimmt. Das war nach der Long Rest. Ja, war das Solarpower oder nicht Solarpower? Solarpower. Theoretisch ja. Aha, okay. Aha. Schmeckt heilig. Bah! Bah. Schmeckt das nett? Also, ihr macht euch auf die Reise. Essen die Wölfe Pferdeproviant? Wenn sie müssen, ja. Schiebst du Wölfe kaputt? Wölfe sind actually eigentlich auch alles Fresser, ne? Ja. Das sind die Leistungen. Die sollen ja auch nicht mal ein pures Fleisch-Diät haben. Tim, redest du mit uns? Wir hören dich, glaube ich, nicht. Ja, nein. Wir hören dich nicht. Seit wann denn wieder nicht? Ach, ey. Welches Kabel hast denn du gezogen? Alle. Nein, noch nein. Nicht. Wir schütteln einfach die ganze Zeit unseren Kopf. Nein. Nope. Jetzt? Ja. 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 Cool. Nein. 3 Leute schreien ja und dann nein. Ich möchte gerne einen Inside-Check auf Lucia würfeln, ob das Nein stimmt. Ihr Deception ist zu hoch. Ich weiß gegen meine Perception, ne? Deception. Auf geht's. Das ist so stupid. Holy fuck! Die Net 20 gewinnt aber. Okay. This, folks, is what we call a. Fuck. Nein, ich hab's vergessen. Nein! A brain fart. Kritischer Fehlschlag. Ich krieg 1D100 Schaden. Oh, nur 7 Schaden.
Nein, sie sollten nicht sich selbst macht der Schaden. Ein Glück, dass das nicht mein Heiltrank war. Wir sollten Leute nicht fighten. Das wäre ziemlich gefährlich für uns. Hä, wieso? Ein DF. Ein DF plus 1. Was ist ein DF? DF ist plus oder minus. Ist das einfach eine Münze? Das kann sein, ja. Ah, cool. Für Da Flip. DF, Da Flip. Da Flip. Da Flip. Bei The Coin of All and Nothing, da benutze ich meine Glücksmünze. Meine? Hier, die goldene. Macht ihr während der Reise etwas oder skippen wir bis zum Abend? Ich würde den Abend. Dorian würde ziemlich gehypt da sitzen, so mit den Händen auf seinem Oberschenkel rumtrommeln. Der ist richtig glücklich gerade. Noch. Nur der würde sich ein bisschen wie beim Verfolgungswahn immer umdrehen. Er lenkt eigentlich. Gegend beobachten. Ich würde den Fahrt. Cora würde sich noch eine der Schriftrollen angucken. Wieder eine 7. Level ich hab 7. Ich hab wieder eine 3 gewürfelt, also ja. Sie zieht immer nur zufällig eine raus, weil sie weiß ja vorher nicht, welches Level das ist. What are the odds? Ich will meine Münze, scheiße, wo ist meine Glücksmünze? Ich verspreche dir, sie sind nicht, oder? Vielleicht doch? Oder? Nee, sind sie nicht. Jetzt hätte ich eine 1 gewürfelt, also. Es wird nicht geschummelt. Was du findest, ist ein ziemlich krasser Spell, der da heißt Crown of Stars. Crown, nicht Crowd. Crown of Stars. So rum. That's kind of slick. Oh boy. Warte ab, bis du alles einsetzt. Oh my god. Das ist ein Damage-Spell. Ich kann mir, wie viele waren's? 7. 7 Sterne theoretisch geben können, so ein bisschen um mich herum. Scheiß einfach ein fächelnde Sonne. Und als Bonusaktion kann ich, glaube ich, einen Angriff machen, der, wenn er trifft, 4d12 Radiant-Schaden macht. Uff. Wow. Ey, können wir mal gegen die Mind-Flayers nichts mal einsetzen? Noel? Wir werden die meinen Flayer nicht verprügeln, ja. Du gibst bitte Track auf all diese Scrolls und so. Ja. No problemo. Ich schreib mir das immer mit daneben. Ich schreib das auf dreimal die Dreimal Crown of Stars wird passen, ja. So einmal Meteor Swarm, zweimal Wish. Level 7. Und bei eurem unverschämten Glück und meinem Nichtwissen über Spell Scrolls könnte es passieren. Kennst du nicht Level 7er Wish? Du bestellst was auf wish.de und dann. Oh no. Du kannst einen Wunsch äußern, aber er passiert einfach nicht. Level 7. Alter, das kann ich auch ohne Special. Cora, du könntest theoretisch, weil ihr habt mehrere Stunden, du könntest noch eine scrollen. Okay, dann nehmen wir die 1, das wäre eine 5er. Okay. Tibaxi. Abspeichern. Du findest noch eine Scroll auf Dominate Person. Kinky. Oh boy. Kinky. Kinky, genau. Boah, das hätte ich gern erstmal gegen Dulanet einsetzen. Die Bitch. Oh boy. Ich hab das Gefühl, die Schriftrolle wird gegen uns eingesetzt. Ich auch. Ich hoff's doch. Imprisonment fällt auch eine lustige Schriftrolle. Das ist Level 9. Ich hier wieder wie so ein Terrier alles ankläffen. Also, Dominate Purse ist im Prinzip für eine Minute, da muss er machen, was ich ihm sage, wenn er den Safe verkackt. Das nächste Mal, wenn wir gegen Algorithm kämpfen, nimmt er einfach Koras Körper ein und setzt einfach alle Scrolls ein. So back to back, so. Bricht ja gar nicht so. Wenn ihr die bis dahin noch habt, ja. Nächste Session. okay. Einer der Pferdeköpfe dreht sich breites Lächeln. Oh nein, Alkohol ist ein Pferd. Es sind Wölfe.
Ja gut, das ist ein Wolf. Wölfe sind viel besser als Pferde, die will keiner spalten. Da kriegen wir fucking... Das denkst auch nur du. Oh, dann würde ich auf Duin losgehen. Okay. In der Nacht, also es wird Nacht, wo ihr schon ja einige Stunden im Wald seid. Durch den Wald gerade reitet, euch durchbewegt. Macht ihr Rast auf dem Wagen? Wenn ihr... Geht ihr runter? Wie macht ihr das? Oder macht ihr überhaupt Rast? Ich will sogar beide reiten. Es sollte schon jemand schlafen. Ja. Und in der Kutsche können wir nicht alle schlafen. Das ist bestimmt zu eng. Also wir sollten schon Rast halt machen. Außerdem müssen sich die Wölfe auch mal ausruhen. Wir hätten 6 nehmen sollen. Zum Auswechseln. Also der wäre auch zum dafür. Auswechseln. So eine Autobatterie einfach. Also, ja, Nudea, du wolltest was sagen, glaube ich. Nudea wäre da auch dafür, eine Rast zu machen, damit die Welt für eine Pause haben. Gibt es zufällig in der Nähe ein Safehouse? Nein. Safehouse. Ihr könnt ein paar Zelte und sowas aufbauen. Scheiße, wenn es Nacht ist, kommen hier die Runner, da habe ich Angst. Also ihr baut ein Camp? Naja. Ja. Ich würde meinen Schlafsack oben auf der Kutsche oben drauf ausbreiten. Ich mache nicht die erste Schicht. Ich mache wieder mein erstmal 4-Stunden-Päuschen. Ich gehe zu Luna kuscheln. Ich kann die erste Schicht alleine machen. Nur der zündet ein kleines Feuer an. Und wird er in dem Wolf, dem Wölfen jeweils eine Ration geben? Okay. wer macht die erste Schicht? Perception. Chip wäre auch wach, um auf die Fenster. Okay, dann kannst du auch noch Perception. Nur so zufällig. Man weiß ja nie, ob jemand einnickt. Eulen haben theoretisch Advantage auf Hören und Sehen. Mhm. Okay. Habe ich Vorteil, weil es eigentlich Nacht ist und ich habe ja so. Du hast nur keinen Nachteil, weil du im Dunkeln sehen kannst. Jetzt versucht. Okay, das ist das ist eine Net 20 für Chip. Da kann ich direkt auch schlafen gehen. Chip sollte Chip dir mental Bescheid sagen, wenn er was sieht? Oder dich? Ja, ja. Okay. Er kann mich auch wecken, also im Prinzip. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Okay. Aber teilt es auf jeden Fall mit und selbst kann er auch eine Fanny mitteilen oder dass da was los ist und dann die anderen wecken, falls was passieren sollte. Nathaniel? Chip landet neben dir oder auf deinem Arm, wenn du es zulässt. Und du merkst, wie er... Lässt du es zu auf deinen Arm? Nee. Okay. Du merkst, wie Chip in verschiedene... Monster. Ich bin eigentlich sicher von seiner Macht. Er ist so, nein. Chip zeigt in verschiedene Richtungen und Cora, du hörst, was dich auch aufweckt, weil es sehr... Ja. Angespannt klingt. Chip sagt, wir werden beobachtet. Sie kommen näher. Ich zähle 4. Ja, Cora würde sofort aufschrecken, so auf einmal. Erstmal ein Message rüber zu Nathaniel casten und ihm dasselbe mitteilen. Mhm. Hey, habe ich ihn nicht gesehen? Nein. Und dann würde sie anfangen, die anderen zu wecken. Was nicht so einfach ist, weil sie im Dunkeln nichts sieht. Aber das ist ein Lagerfeuer. Ja gut, wenn es noch an ist, dann geht's. Wer war mit wem wo im Zelt? Ich schlafe auf der Kutsche oben drauf. Ich hab gedacht, ich kuschel bei Luna.
Mhm. Ihr könnt eure Minis gerne platzieren. Okay, kann ich das hier wegmachen? Aus welcher Richtung kommen die? Ja. Oh fuck, die Minis sind größer als die Kutsche. Chip zeigt in verschiedene Richtungen. Ach so, okay. Ach ja, einen Moment. Da ist Crumpy Nathaniel. Crumpfaniel. Crumpfaniel. Ich mag ihn. Ich mag Crumpfaniel. Ich nenne ihn Mathaniel. Wo sind die Wölfe? Okay. Zieht eure Token nochmal rein. Ich würde sagen, dass die KI einen Mathsüchtigen gemacht hat. Chip hat in verschiedene Richtungen gezeigt. Ja, jetzt passt's. Ihr könnt eure Dinger kleiner machen. Moment. Sie können es auch einfach löschen und nochmal neu reinziehen. Wow. Das ist auch okay. Nein, ich war riesig. Jetzt passe ich wenigstens auf die Kutsche. Okay, stellt euch bitte so auf, wie ihr wirklich logisch wärt. Also du wärst wahrscheinlich so an der Wache halten, irgendwo hier. Nur der hätte am Feuer geschlafen. Ja, Cora auch hier in der Nähe. Also ich denke mal dann hier vor und ich denke mal, die Wölfe bleiben irgendwo an der Kutsche. Ja. Oh, dann bin ich an der Kutsche. Okay, Mage Armor first, danach mal gucken, was passiert. Alter, fucking, was passiert bei Doi? Ich habe den Light and Dark Mode ein- und ausgeschaltet, um herauszufinden, wie krass der Unterschied ist. Oh, ich habe mein Mikro einfach weggeschlagen. Cool. Tatsächlich würde Cora ein paar Dancing Lights erschaffen und die so in alle Richtungen schicken. Ich habe 4 Stück und die kann ich innerhalb von 120 Feet verteilen. Wo sagt Chip, aus welcher Richtung kommen die ungefähr oder kommen die aus allen Richtungen? Sie scheinen aus allen Richtungen zu kommen, bevor du was machen kannst. Jetzt kommen die Mindflayer, ich wusste es. Ich glaube, ich krieg Aua. Wobei, ich bin klein, vielleicht sehen sie mich als letztes. Vielleicht kriegt jemand anders auf die Schnauze. Jetzt kommt eine Fireball. Eine Firewall? Erst will die Kutsche verbrennen. Nur der? Ja. Trifft dich eine 14? Nope. Danke für die Cloak. Kein Ding. Nur der? Roderick grüßt gerne. 14, perfektig. Du bekommst 6 Lightning Damage. Ja, das trifft dich. Du bekommst 24 Lightning Damage. Und Cora, du bekommst 4 Lightning Damage. Als 2 Pfeile, die aber aussehen wie, ja, eigentlich Licht oder Donner. Wie heißt denn das? Schläge? Blitze einfach aus. Ich habe keine Kontrolle. Ella, mehr. Runter. Ja, komm, aus. Kusch. Würfelt auf Perception, ob ihr wirklich versteht, aus welcher Richtung es kommt. Mhm. Alle? Chip weiß, aus welcher Richtung. Nee, bis zu 2. Chip weiß. Nur der ist gerade wach geworden. Chip weiß Bescheid. Dohin? Aus der Richtung. Kommen 2 Pfeile, die einfach nur aussehen wie Donner- oder Blitzschläge. Ja. Cora, du bekommst 4 Lightning Damage. Au. Nudea, du bekommst 30 insgesamt. Und da können wir nächstes Mal gerne auf Initiative würfeln. Und jetzt würde ich es da für heute beenden. Erst aufs Fressbett geben und dann sagen, so, jetzt ist Ende für heute. Nächstes Mal, was ihr jetzt würfelt, zählt nicht. Nein, das wäre jetzt garantiert eine Net 20. Weil sonst kriegt ihr noch einen Pfeil ins Gesicht. Du hast Advantage. Das ist ja die Net 20. Oh. Ja, 11. Das ist also insgesamt eine 15. Haha, nice. Okay, gut. Ein Glück, dass sie dich zählen. Das ist mal wirklich so 2 Einsen. Okay. Machen wir noch keine Feedback-Runde. Oi!
we can do this. Oi, mate. For sure. Ich würde heute mal anfangen. Ich fand's heute cool. Roleplay hat wieder richtig gut gepasst. Ein paar technische Schwierigkeiten. Ist mies, aber happens. Haben wir gut überbrückt, finde ich. Ja. Spells. Spell Scrolls. Ist so eine Sache. Ne? Aber ich glaube, Cora wird das schon schauen, wie sie damit umgeht. Ich hoffe, ja, das wird. Also, wenn es euch OP macht, ist es meine Schuld, aber ich bin ja dafür da, meine Probleme auch auszubaden. Sind Consumables. Sind wir einmal OP und das war's dann. Eben, muss ich euch nur oft genug mit nervigem Zeug abwerfen, dass ihr die Consumables auch consumt. Ja, ja. Sonst? Ja. Ich find's gut, dass nicht langsam, also ihr wart da mal, dann seid ihr ein bisschen wieder verschwunden, jetzt seid ihr wieder da bei, dass die Gruppe sich ein bisschen anfühlt wie eine Gruppe. Also, klar, ihr seid immer eine Gruppe, aber oft haben Leute so... Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass Glücksspiel euch zusammenbringt, zum Beispiel. Es scheint wenn's um Gold eine gute Methode zu sein. Aber ja, ich glaube, Lilac ist auch eine gute Weise, weil da seid ja zwei von euch ja sehr connected zu, dass ihr auch dadurch ein bisschen interconnected, und das finde ich sehr cool, sehr passend. Ja, ich weiß, Bagra, bla bla, aber hey! ja... Sonst, ihr wurdet gewarnt und ich bin happy, dass ihr das nicht einfach ignoriert habt. Und ja. Tada, die Warnung ist echt geworden. Ja, dann würde ich weitergeben, glaube ich, an Cora. Noel. Ja, ist schön, dass Lucia auch mal glücklich ist mit ihren Wölfchen. Das ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass Lucia Wölfe mehr mag als andere Menschen. Ich hab gehört, wir verwandeln uns alle nächstes Mal in Wölfe. Die zwei Schwestern haben was gemeinsam. Wölfe besser als Menschen. Jo. Solan hat jetzt ein bisschen mehr seine Finger im Spiel. Das wird wahrscheinlich auch noch interessant werden. So zwischen Nathaniel und Nudea. Weil jedes Mal, wenn du jetzt heilst, dass er dann so einen Aufstand macht, das wäre, mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant. Die Schriftrollen, wie gesagt, selbst wenn die jetzt uns zu strong machen, das ist ja sowieso meistens nur für ein oder zwei Fights, weil dann sind sie ja weg irgendwann. Vicious Mockery Stufe 7. Es gibt keine Cantrips auf Level 7. Jetzt, das ist Homebrew-Kampagne. Halt echt. Oh nein. Bis jetzt sind gute dabei, auf jeden Fall. bin mal gespannt, wann wir die benutzen oder benutzen müssen, sagen wir es mal so. Genau. Sofort jetzt im Kampf, mach eine Wüste drauf, damit es keine Deckung mehr gibt. Wir haben doch unseren Jean die Erlaubnis gegeben, jederzeit rauszukommen, einfach rumzuchillen, oder? Eigentlich schon, ja. Weil, warum solltest du rauskommen, wenn du einen sumpfigen, ekligen Wald haben kannst, wenn du doch eigentlich auch bei der Palast rumchillen könntest? Also, aber eine Kneipe. Der Genie muss, also nur weil ihr ihn nicht seht, heißt es nicht, er ist nicht da. Also der muss ja nicht neben euch chillen. Oder mit euch. Fair enough. Wow, ich dachte, die wäre jetzt cool, so ein random Maskottchen-Charakter. So, ja,
hier im Wäldchen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Chip MVP natürlich, wie immer. Die Map wird wahrscheinlich noch ein bisschen geändert. Aber ja, alles gut. Beim nächsten Mal kommen wir wieder einfach am Berg. Nee, da kommen noch einfach noch ein paar, circa 5 Skelette. Ach so, ja, natürlich. 5. Ich habe jetzt nur 4 Damage abbekommen, aber ich glaube, nur der hat 30 abbekommen. Ja. Ungut. Richtig harte Nummer. Wir schaukeln das schon irgendwie. Und, bin mal gespannt, wem wir nächstes Mal auf die Schnauze geben. Ich habe die ultimative Shred. Soll ich jemanden bestimmen oder? Kannst du gerne machen. Okay, dann nur der. Was die? Ja, ganz miese Nummer. Erst auf die Fresse bekommen und dann, beim nächsten Mal sehen wir uns. eine coole Session, auch wenn durch technische Schwierigkeiten dann so ein bisschen das kurzzeitig abgeflaut ist, aber ich glaube, wir haben den Bogen wenigstens so ein bisschen wieder zurückbekommen. Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Auch so das Zwischencharakterliche zwischen Nassenio und Nudair wird sehr interessant. Fight. Ich will nicht fighten, ich heile dich. Bis du aufgibst. Ich heile dich tot. wenn ich geheilt werde. Mein Dolch rausgezogen. Fick dich. Ja, meine Heilung ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Exorzismus. Aber irgendwann ist der Teufel aus dir raus. Deine Mutter ist eine Hure. Mama. Oh Gott. Dann danke auf jeden Fall, wie immer, fürs Mastern und dann gebe ich weiter an Chris. Ja, war auf jeden Fall ein schöner Start heute. Erstmal schön den fucking Goblin ausgenommen. Hat er verdient. Ja. Der hat so gesehen die Kutsche gesponsert. So gesehen. Ja, ich habe meine Wölfchen. Lucy ist happy. Dass wir jetzt aber schon wieder in den Kampf verwickelt sind, ist nicht so happy. Ja, aber war, glaube ich, schon ein bisschen klar, das ist schließlich Lilac, ne? Ja. Vor allem sehen wir wahrscheinlich auch aus wie so leichte Beute. Aber dafür kriegen die jetzt dann beim nächsten Mal richtig aufs Maul. Mal sehen, wer das. Mal gucken, ob dann das hier rausfindet, wer dahinter steckt und mal gucken, ob das noch ein Nachspiel haben wird. Schauen wir mal, ich freue mich drauf. Das war's actually schon. Kannst du noch weitergeben? Wer hatte denn noch nicht? Dann gebe ich an Dohin. Der war, glaube ich, noch nicht. Ich bin Dohin. Hallo Dohin. Bin seit einer Dreiviertel-Session clean. Warst du denn Dreiviertel? Ja, am Anfang. Ja, ich möchte es eigentlich nicht wiederholen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es wiederholen möchte. mit den Heilen, es ist eine sehr interessante Sache jetzt mit Solan. Tatsächlich habe ich direkt in der Sekunde, wo die Hand aufgetaucht ist, also das Gespräch von wegen der Hand, dachte ich mir, oh, das Solan. Ich wollte es nicht laut aussprechen. Ich finde es irgendwie lustig, dass das tatsächlich danach zugetroffen ist. Fand ich gut. mal schauen, wie das sich das entwickelt. Das Glücksspiel hat sehr viel Spaß gemacht. Ist ein gutes Gefühl zu gewinnen. So funktioniert ganz, Glücksspiel. Ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit zu verlieren, wenn es 3 gegen 1 sind, ist irgendwie eigentlich. Also ich hätte ja einen auf den Arsch ich machen können, ne? Aber eigentlich war dafür gerade die falsche Person am Drücker, um da zu entscheiden, was mit dem Gold passiert. Das war das größte Risiko. Ja, war kacke. Wär's Doing gewesen, hätte er noch eine Runde mit euch drum das Gold gespielt. Im Online-Casino gewinnt man ein paar Mal, ganz zufällig ein bisschen sehr oft, damit man gerne weiterspielt und nächstes Mal ein bisschen mehr Geld rein investiert. Oh oh. Sag ich ja nur. Aber woher weißt du das? Okay. Oh oh. Ich fand das Wiedersehen von dem einen Charakter sehr schön. Ich nehme mal den Namen persönlich nicht. Wer weiß. Ja,
Das hat mich sehr gefreut, tatsächlich. Dohin auch. Roderick etwas verwirrt, aber war sehr schön. Ich bin mal gespannt, was das für ein Fight wird. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich weiß, wer von wem wir angegriffen werden. So eine Vermutung, aber ich habe das Gefühl, dass es vermutlich die richtige Vermutung ist. Von Wölfen mit Bögen. Fuck. Ich weiß How ja did you know? Luna, was machst du da? Time to die, motherfucker! Aus. Ganzen Tag, Castro, habe ich dich rumgefahren, jetzt bist Ui. Du dran. Ja, vielen Dank fürs DM und bis zum nächsten Mal. Damit würde ich ganz gern zu last but not least Nathaniel the Great weitergeben. Oh. Also, ich habe meine super tolle, schöne Klinge jetzt schon seit 3 Sessions. Ich habe mich gefreut, es jetzt einzusetzen in den Kampf. Und dann wird die Session beendet. Ellie wieder absolut chaotic evil. Hättest du deine Probleme nicht gehabt, hätten wir jetzt doch gefightet. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann hätte man nur eher aufgehört. Ja. Hey, ich mehr Schlaf bekommen, aber hey, wer braucht schon Schlaf, ne? Schlaf. Also ich hoffe, jetzt kommt die nächste Session ist morgen. Das wäre also perfekt. Das wird bei mir ich bin gestern insane. Ins Bett gegangen und meine Tochter war erstmal 3 Stunden lang wach. Oh. Ich bin gestern ins Bett, da bin ich wieder aufgestanden. Also weißt du, was du machen musst? Du musst einfach deinem Kind ein paar Kopfhörer geben, die ganze Livestream von Daniotas aufmachen und dann bam. Das würde vielleicht klappen, wenn sie ein paar Jährchen älter wäre. Wenn ihr morgen nach 21 Uhr, nee, um 21.45 Uhr anfangen wollt, das ist eins, was ich anbieten kann. Von mir aus, ich bin sofort dabei. Wie viel Uhr? 21.45 Uhr bin ich daheim. Passt perfekt bei mir, weil ich habe Raid bis 21 Uhr. Das ist eigentlich optimal, dann kann ich bis 21 Uhr nach der Arbeit schlafen. Ey Leute, wisst ihr, was ich höre? 6-Stunden-Session? Nee, ich muss am Samstag um 4 Uhr aufstehen. Warum? Weil ich um 5 Uhr losfahre mit dem Auto. 5,5 Stunden. Wenn ich draufgehe, dann schlafen wir, glaube ich, morgen nicht. Wenn aber du 5,5 Stunden fährst, kannst du auch 5,5 Stunden fahren. Das können wir nach der Folge fahren. Kann eine Mini-Session sein, wir machen einen Kampf. Das könnten wir machen, theoretisch. Liegt an euch. 4 Stunden später, verdammt! Gutes Koks! Ich möchte schon wieder gegen Algolit kämpfen. Wohl mit den Gegnern wird es, glaube ich, keine Mini-Session. Was? Das sind nur Drohungen, hört nicht hin. Ich will mein Schwert doch nur testen. 5 Stunden Fight später. Wann sind wir endlich fertig? Warte, wo fährst du hin eigentlich? Nach Dortmund. Ach ja, stimmt. Also für jeden, der jetzt noch dabei ist, um 22.59 Uhr den Stream gerade anguckt oder vielleicht doch auf den Videos reinschaut, am Samstag den 15. 16. Nein, das stimmt, 16. 16. Frank. 7. bin ich auf der Comic Convention in Dortmund in Cosplay anzutreffen. Deine und mache ein bisschen Werbung für unsere D&D-Session. Ja, das wäre cool. Let's go. Mit Prinzessin Leia-Kostüm. Keine Ahnung. Ja, das ist auch in Ordnung. Wenn ich da wäre, oh, no. Prinzessin Peach kommen. Dora. Warte. Ich komme als Königin Dulanet, um die Hater anzulocken. Das wäre irgendwie cool. Nice. Wir haben bald kein DM mehr. Weil die Gruppe tot ist? Hä, wieso? Genau. Dean, bist du fertig mit Recap? Recap. Also, wir haben uns alle in Bubble kennengelernt. Jesus. Ich will echt so ein Video machen. Also so mehrere, so Folge 1 bis 10, 10 bis 20, so Zusammenfassungen. Wisst ihr, wie man es noch besser machen kann? Eine komplette Zusammenfassung der ganzen Story, während wir alle sturzbetrunken sind. Fuck. Ich würde so viel Zeug exposen, das wäre gar nicht gut.
Jesus. Und dann hat Alkoholit mir High Five gegeben. Das war Dohin. Wer ist Dohin? Du bist Dohin. Nee. Und dann habe ich herausgefunden, dass Dohin meine Familie getötet hat. Ach, das ist jetzt blöd, dass du das ansprichst. Doofe Situation, ne? Aber darüber können wir in der nächsten Session reden, ne? Ganz genau. Dann beende ich den Stream. Danke fürs Zuschauen. Folge 23. Okay, tschüss. Seid ihr schon weg? Hallo, nein. Zuschauer? Tschüss, Stream? Zuschauer. Es tut uns leid. Bis bald, Freunde. Vom tiefsten Herzen bis zum nächsten Mal. Denkt immer an uns in euren Träumen. Warum passieren beim Abspann immer nur schlimme Dinge?